Hallo Leute und willkommen zu Vlog Nummer 941. Heute mal wieder zu unserer Kernsendezeit, zumindest fast mit 14 Minuten in Anführungszeichen Verspätung. Dafür mit voll besetzter Redaktion. Die sind allerdings gerade beide im Klamottenzimmer. Die sind gerade beide in Junas Büro. Ihr habt sie vielleicht gerade aus dem Off gehört. Mal schauen, wie lange es dauert, bis sie die ersten rüberkommen ins Studio. Also sollten seltsame Geräusche aus dem Klamottenzimmer herüberdringen. Das ist Juna, die ihren Flatikanten vermöbelt. Aber jetzt soll es natürlich nicht um die Katzen gehen. Das kommt dann erst später. Wir gucken uns erstmal an, was so in Absurdistan passiert. Denn, naja, der Themenzettel ist voll. Wir haben wirklich Sachen, da fragt man sich einmal mehr, heilige Scheiße. Bitte meint das nicht ernst, aber sie meint es eben halt doch ernst. Und wir steigen direkt mit etwas, ich weiß nicht, ob man es als lustig bezeichnen kann, ein. Also ich fand es sehr, sehr witzig. Ich habe es beim digitalen Chronisten gesehen, gestern schon, habe mich wirklich schief gelacht. Das Thema an sich ist allerdings nicht so witzig. Es geht nämlich um Sachbeschädigung. Um ziemlich schwere Sachbeschädigung sogar. Und ich meine, da müssen wir nicht drüber reden. Sachbeschädigung ist ein absolutes No-Go. So, was hat sich zugetragen? Ihr habt mitbekommen, in Berlin gab es mal wieder eine Räumung, nämlich die Räumung eines angeblichen alternativen Wohnprojektes, auch als Kulturraum bezeichnet. Ich meine, ich würde sagen, illegale Sperrmüllablage, aber okay, das ist jetzt möglicherweise die böse, böse konservative Sicht. Schaut euch die Fotos dazu an. Ich weiß nicht, was daran jetzt irgendwie Kultur sein soll oder auch nur Wohn oder sonst wie. Das ist eine illegale Müllhalde. Aber im Vorfeld dieser Räumung hat der Eigentümer beantragt, gerichtlich mehrfach bestätigt, also absolut rechtsstaatlich durchgegangen. Der Eigentümer wollte sein Gelände gern wiederhaben, wollte die illegale Müllkippe da weghaben und die politischen Extremisten fanden es nicht ganz so geil. Im Vorfeld der Räumung dieser Müllkippe mit dutzenden verletzten Polizisten wohlgemerkt, stellt euch mal vor, da hätte eine rechtsextreme Gruppierung ein Gelände besetzt, hätte da eine Festung hochgezogen, eine Müllfestung, hätte dann auch noch dutzende Polizisten, teilweise krankenhausreif, geschlagen und attackiert, was da los wäre. Zu Recht Sondersendungen von A bis Z auf jedem Kanal, sowohl öffentlich-rechtlich als auch privat. Millionen mehr Fördermittel im Kampf gegen rechts und so weiter und so fort. So, Problem ist allerdings, in Absurdistan, wenn es denn von der politisch genehmen extremistischen Seite ausgeht, dann juckt das keinen so richtig. Allerdings mit einer kleinen Einschränkung, denn es juckt dann die Leute, wenn sie selbst betroffen sind. Und das ist nun der Redakteurin einer links, fast schon ins Radikale gehende, zumindest einer linken Zeitung geschehen. Die liebe Frau Wittig, auf Twitter als Elkwi unterwegs, könnt ihr euch beim digitalen Chronisten mit Screenshots anschauen. Ich habe wirklich, also ich bin vor Lachen durchs Bett gerollt. Der Elkwi ist aufgefallen, dass es vielleicht nicht die allerbeste Idee ist, am Vorabend oder kurz vor einer Räumung eines Extremistenbrutkastens das eigene Auto an der Demo-Route zu parken. Denn was ist geschehen? Ja, es kam, wie es kommen musste. Plötzlich sind die lieben kleinen flauschigen Aktivisten auf das Auto der lieben Elke losgegangen, haben die Frontscheibe anscheinend eingeschlagen und einen Brandsatz reingeworfen. Und wie gesagt, ich bin absolut kein Fan von Sachbeschädigungen. Mir tut an der Stelle am allermeisten das Auto leid, das hat das nämlich nicht verdient. Auf der einen Seite das Auto der Elke zu sein, auf der anderen Seite attackiert zu werden von Extremisten. Also mein Beileid, liebes Auto, ist nun natürlich nicht mehr fahrbar, ist ja klar. Und die Elke, die ist jetzt ein bisschen irritiert, denn sie ist doch eine Sympathisantin der süßen kleinen Aktivisten. Sie findet das doch gut, dass da die Extremisten seit Jahren Berlin tyrannisieren, brandschatzen, marodieren durch die Straßen, naja, ziehen, marschieren fast schon. Und sie hat sich im Vorfeld auch noch fast schon lustig gemacht darüber, wenn denn andere es kritisiert haben, dass permanent in Berlin Autos angezündet werden. Es ist ja kein neues Phänomen, das geht ja wirklich seit Jahren, teilweise seit Jahrzehnten schon so, dass andauernd Extremisten dann marodierend und brandschatzend durch die Stadt ziehen. Das hat die liebe Elke bisher immer verharmlost auf Twitter. Fand die alles halb so wild. Selber schuld, die bösen, bösen Reichen. Ja, nun ist Elkes Welt ein bisschen zusammengebrochen, denn jetzt hat sie ihr eigenes Auto betroffen. Und jetzt wirft sie die Frage auf, Moment, wie kann denn das sein? Was bringt das denn denen, die da jetzt geräumt werden, wenn die mein Auto kaputt machen? Liebe Elke, das fragen sich böse, böse. Fladdy, geh mal runter. Ich muss mal kurz den Fladdy vom Sessel entfernen. Komm, du gehst da weg, kleiner Mann. Das fragen sich böse, böse,
Menschen jeder Couleur, die jetzt nicht zu den Linksextremisten gehören, übrigens seit Jahren, die fragen nämlich immer wieder, hey, was bringt denn das, liebe Extremisten, wenn ihr das Auto des Gemüsehändlers an der Ecke abfackelt oder das Auto der alleinerziehenden Mutter, die zwei Kinder morgens zur Schule und zum Kindergarten fahren muss? Da gibt es in aller Regel nie eine qualifizierte Antwort drauf, im Gegenteil. Da wird dann immer erzählt, ja, der Kampf gegen das Kapital und für die Sache und gute Gewalt, böse Gewalt. Und dann, wenn es mal das Gründungsmitglied der linken Zeitung Klangel trifft, dann plötzlich wird im eigenen Klientel, also jetzt bei ihr, das andere Klientel eher nicht so, die mögen sie nämlich jetzt nicht mehr, wird dann plötzlich bei ihr nachgedacht, ja, was bringt denn das eigentlich, wenn die das machen? Vorher hat sie es noch beklatscht, vorher fand sie es noch gut. Oder zumindest hat sie es, was heißt gut, das kann man in guter Weise nicht, ob sie es gut fand, aber es las sich so. Sie hat da zumindest kein großes Problem drin gesehen. Und jetzt hat es ihr Auto betroffen, da hat sie entsprechend auf Twitter auch mitgeteilt, dass sie das nicht so geil findet. Und nun ratet mal, was sich zugetragen hat. Ihr alle kennt ja sicherlich noch den Zauberlehrling aus der Schule, der zu faul war zu putzen, der hat dann die Besen und das Putzzeug beschworen, da sind die Besen alleine losgemobbt oder die Wischmops alleine losgemobbt, haben dann das ganze Labor unter Wasser gesetzt. Und dann hat der Zauberlehrling es nicht mehr hinbekommen, das wieder abzustellen. Da wurde dann überall geschrubbt, überall gab es schon Hochwasser und er hat es nicht mehr hinbekommen, diesen Zauberspruch rückgängig zu machen. Kennt ihr ja die Geister, die ich rief, die werde ich nun nicht los. Habt ihr alle in der 6. Klasse mal gelernt oder in der 5. Ist ja auch egal. Und das ist nun der Elke passiert. Denn die Geister, die sie gerufen hat, eben jenen linken Mob, der von ihr und ihrer Zeitung seit Jahren bedient wird, wo bisher nie mal hinterfragt wurde, ja, was bringt denn das eigentlich, fremdes Eigentum zu zerstören, zu attackieren? Der linke Mob geht nun auf Elke los. Denn how dare you, wie kann Elke das dann öffentlich kritisieren? Und da kamen teilweise Beleidigungen auf ihrem Twitter-Profil. Da habe ich echt gedacht, holla die Waldfee, du hast ja ein nettes Klientel, der liebe Elke. Denn die, um die sie bisher gebuhlt hat jahrelang, die finden die Elke jetzt plötzlich ganz, ganz doof, denn die Elke hat ja die falschen Hashtags benutzt. Die darf doch nicht die Hashtags verwenden für ihren privaten Scheiß. Und außerdem soll die Elke doch nicht so rumheulen. Ja, Elke hat auch sehr souverän drauf reagiert, nicht an der Stelle. Elke ist nämlich wundervoll drauf eingestiegen, kann mir jetzt natürlich hinterfragen, ja, Aufmerksamkeit möglicherweise, ich weiß es nicht. Und hat dann mitgeteilt, dass sie das Auto, was sie hat, ja aus Gründen, die niemandem was angeht, auch braucht. Ach so, wenn Elke also mit dem Auto fährt, gleichzeitig aber es mutmaßlich allen anderen verbieten will, weil wir haben ja Weltuntergang, dann hat es niemandem was anzugehen, aus welchem Grund die Elke ihr Auto braucht. Alle anderen sollen sich aber dafür rechtfertigen. Warum muss ich da die Elke jetzt nicht für rechtfertigen? Ja, das weiß wahrscheinlich nur die Elke selbst. Da sieht man einmal mehr die allgegenwärtige Doppelmoral. Dann hat Elke noch ziemlich pikiert mitgeteilt, dass sie ja nun früh aufstehen musste, denn ihr Auto ist ja nicht fahrbereit. Und deswegen musste Elke ja viel Papierkram erledigen. Es musste ja abgeschleppt werden. Also ich weiß nicht, was die Elke da gemacht hat, aber ich hatte ja auch mal durchaus mal einen Pannendienst gebraucht. Ich bin ja mit meinem ersten Auto auch mal liegen geblieben und so. Das war in aller Regel ein Anruf. Ich musste dann nicht morgens irgendwo zum Rathaus oder so. Das ging meistens, also wenn ich wirklich meinen Pannendienst gebraucht habe, ging das per Telefon zu jeder Tages- und Nachtzeit, ohne dass ich da früh irgendwo hin musste. Aber okay, nehmen wir einfach mal so hin. Elke musste deswegen früh aufstehen und das findet Elke doof. Und überhaupt, sie hat ja auch kein Geld, um sich ein neues Auto zu kaufen, also ein neues gebrauchtes Auto. Also das würde mich doch sehr wundern als Gründungsmitglied eben jener Zeitung. Soweit ich weiß, ist sie da immer noch Redakteurin. Da scheint sie ja nicht so gut zu verdienen, obwohl es doch Fördergelder en masse gibt. Ja, mittlerweile gab es wohl eine Facebook-Spendenaktion für die Elke und sie hat jetzt genügend Geld wohl für ein neues Auto bekommen. Da ist dann das Kapital plötzlich nicht mehr böse. Da ist der Kapitalismus dann völlig okay. Also neue Sachwerte anschaffen, wenn die Extremisten die eigenen zerstört haben, das geht völlig klar. Nur alle anderen dürfen das halt nicht. Und wie geht die Posse nun weiter? Ja, Elke ist in einen Twitter-Krieg mit ihrer eigenen Entourage geraten. Es liest sich wirklich wie Realsatire. Und ihr wird nun vorgeworfen, sie wäre ja gar nicht links. Sie wird gefragt, ob sie denn eigentlich die heilige Kuh adoptiert hat, was auch immer das jetzt damit zu tun haben soll. Und wir erleben einmal mehr, dass Extremisten von niemandem Halt machen. Da kann sich die liebe Elke noch so sehr einschleimen bei eben jedem Klientel, kann sie jahrzehntelang da zu Kreuze kriechen. Letztlich ist das eine selbstgefällige Bagage, der es nur um blinde Zerstörungswut geht. Das Ganze wird gerechtfertigt, das eigene Ego will man natürlich nicht so in den Vordergrund stellen, das darf man ja nicht erzählen, oh, wir wollten uns da ein bisschen
mächtig fühlen oder so, ein bisschen cool fühlen. Da wird sich dann natürlich hingestellt und erzählt, wir kämpfen ja für die gute Sache. Für den gegen den Weltuntergang. Gegen, scheißegal, wir wollen randalieren, wir finden dafür eine Rechtfertigung, eine Erklärung. Und Politik und Medien tragen das ja meistens mit. Und traurigerweise tragen Politik und Medien das tatsächlich oft mit, denn nach wie vor spricht man von Aktivisten statt von Extremisten in diesem Zusammenhang. Und das ist schon ziemlich perfide. Ja, so kann es gehen, liebe Elke. Ist halt ein bisschen perfide, wenn man jahrelang die Schnauze hält, wenn das eigene Klientel Fremdeigentum abfackelt. Wenn es dann das eigene trifft, dann merkt man plötzlich, dass es doch nicht ganz so geil ist und dass es eigentlich auch niemandem irgendwas bringt. Dumm gelaufen. An der Stelle, mein Mitleid hält sich in Grenzen. Na gut, ich bemitleide das Auto. Aber es zeigt einmal mehr dieses kuriose Paralleluniversum dieser Leute. Also das ist doch schon irgendwie, ich weiß nicht, das muss doch irgendein psychologische Diagnose im Hintergrund sein, oder? Wenn man sich hinstellt, auf der einen Seite es geil findet oder es zumindest so laufen lässt, wenn anderer Leute Eigentum attackiert wird, das findet man ja meistens gar nicht so schlimm, dann aber auf die Barrikaden geht, wenn man selber der Geschädigte ist. So, und warum zur Hölle sollen jetzt die anderen Geschädigten nicht das gleiche Recht haben, auf die Barrikaden zu gehen und das anzugreifen und mitzuteilen, hey, das ist Terrorismus, das ist Extremismus? Das weiß wahrscheinlich auch nur die Elke selbst. Aber lassen wir die Elke Elke sein und gucken wir uns das nächste Thema an. Das führt uns mal wieder in die Rubrik, was juckt mich mein Geschwätz von gestern? Denn die Frankfurter Rundschau vermeldet, dass der Spani mal wieder einen rausgehauen hat. Unser Jensi, der hat nämlich nun in einem Sinneswandel angekündigt, dass er die angebliche Notlage dann am 25. November auslaufen soll. Weil wir haben ja angeblich Notlage in Absurdistan. Ja, wir haben Blödheitsnotstand, das stimmt schon. Wenn man sich die Politiker anschaut, das unterschreibe ich sofort. Wir haben eine Pandemie der Blödheit, unterschreibe ich auch. Nun aber kommt der Spani, der mutmaßlich fürstlich abkassiert hat an diesem politischen Irrsinn, oder zumindest seine Lobbyfreunde. Ob er da selber was von hat oder ob das auf gegenseitige Gefälligkeiten sich beläuft, das weiß ich an der Stelle nicht. Vielleicht wird in Naturalien gezahlt, ich will es auch nicht wissen, es ist mir Schnurz. Es ist böses, böses Kopfkino. Aber nun kommt plötzlich der Spani und teilt mit, dass die angebliche Notlage doch auslaufen soll zum 25. November. Sofern das Parlament das dann mitträgt. Und ja, da hat er schon mal die Einschränkungen getroffen. Wenn das neue, wahrscheinlich, das ist das Gruselkabinett, das nächste, wenn denen der Furz quer sitzt, wenn die gerne noch ein bisschen länger totalitär an der Macht bleiben wollen, dann verschiebt man das nochmal mit der Aufhebung der Notlage. Was aber ziemlich auffällig ist, dass unser Spani nun einen ziemlichen Kontrakurs generell einschlägt. Also kontra seiner eigenen Politik der letzten Monate. Ich meine, wenn der irgendwas sagt, da kann man eh nichts drauf geben. Das muss man jetzt einfach mal knallhart sagen. Ich erinnere daran, mit dem Wissen von heute würde man keinen Friseur und keinen Einzelhandel mehr schließen. 3 Wochen später, zack, brückenheiliger Hausarrest. 2 Wochen lang. Ja, aus 2 Wochen ist es 3/4 Jahr geworden, aber scheiß drauf, wen interessiert's. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Alles, was Spani bisher gesagt hat, wurde wenige Tage, maximal wenige Wochen später wieder revidiert. Kann man sich also in die Haare schmieren? Kann man sich einen Arsch mit, nee, noch nicht mal einen Arsch kann man sich mit abwischen, selbst da ist nicht genug Gehalt drin. So, warum sollte man ihm also jetzt glauben? Warum sollte das dieses Mal stimmen? Warum sollte er dieses Mal nicht lügen, stellt sich mir die Frage. Wenn er nun ankündigt, ja, die Notlage, die brauchen wir ja nicht mehr, denn die Leute mit heiliger Kuh, da ist ja nur noch ein moderates Risiko vorhanden. Und ja, am 25. November, da lassen wir es dann auslaufen. Wir haben jetzt den 19. Oktober. Warum wird eben jene angebliche Notlage dann nicht umgehend aufgehoben? Fragezeichen. Warum wartet man noch, bis die Grippewelle so richtig schön Fahrt aufnimmt, die jedes Jahr im Oktober, November, Dezember startet? Warum will man da jetzt auf Biegen und Brechen noch fünf Wochen weiter Notstand spielen? Dietje fragt nach der Quelle, das ist an der Stelle die Frankfurter Rundschau, aber berichtet hat jeder drüber. Also könnt ihr euch eine Quelle eurer Wahl aussuchen, war heute ganz groß in den Schlagzeilen. Die offizielle Ankündigung, die Notlage, die soll ja auslaufen. Ja, die Politik plant nicht, das öffentliche Leben einzuschränken. Das sind Fake News aus dem Internet. Wurde uns im März 2020 vom Gesundheitsministerium bei Facebook versprochen. Ein paar Tage später, zack, Schulen geschlossen, zack, heiliger Hausarrest. Ja, so viel zum Thema Fake News. Wer ist wohl der größte Verbreiter von Fake News? Richtig, die Bundesregierung. Und sämtliche angeschlossene Behörden. Nachweislich übrigens sind der Lüge ja nun mehrfach überführt worden, unter anderem vom Bundesrechnungshof.
Aber es gibt immer noch genügend Menschen in Absurdistan, die diesen Irrsinn immer wieder aufs Neue glauben. Traurigerweise. Naja, es gibt halt einige Masochisten, die finden es geil. Die stehen da ein bisschen drauf, aber da vielleicht der Tipp, ihr könnt euch durchaus eine Domina eurer Wahl nach Hause ordern, die euch dann richtig, ihr wisst schon was, weil, naja, wo er halt drauf steht, ihr müsst euren Fetisch nicht 83 Millionen anderen Menschen aufzwingen, wer sich gern einsperren lässt. Ja, dann ruft doch, was war die Nummer von Rosi? 93 17 8. Ja, alle kennt die Telefonnummer, sollst doch mal bei Rosi anrufen. Die kommt dann mit Sicherheit die ganze Nacht und dann wird er mal richtig, ihr wisst schon was. Und dann ist es hoffentlich wieder befriedigt. Dann muss man die anderen Menschen nicht mehr, naja, entsprechend dazu zwingen. Die eigenen, ihr wisst schon was. Naja, ach, 32 16 8 war es, dankeschön. Jetzt schreibt Martin, er kennt keine Rosi. Die Rosi, die kennt ihr alle. Also die 32 16 8. War das nicht damals die Nummer des Münchner Bürgermeisters sogar? Gab es doch nicht so einen Riesenskandal, weil dann alle beim Bürgermeister angerufen haben und die Rosi ans Telefon haben wollten? Naja, Schnutz, wie egal. Wer nicht weiß, worüber ich gerade rede, gut, die meisten wissen es. Werner hat es auch gerade reingeschrieben. Wer es nicht wissen sollte, klärt euch mal bitte ein klein wenig im Chat gegenseitig auf, weil das sollte eigentlich jeder kennen. Also anhand der Anspielungen erkennt man, dass es durchaus die Mehrheit und dass durchaus die Mehrheit weiß, worauf ich gerade hinaus will. Christian schreibt, ist er zu jung dafür? Christian, ich kenne es auch, obwohl das viel, viel älter ist als ich. Das hat jeder schon mal gehört. Jetzt schreibt Lady Raccoon gerade, die Rosi muss doch alt sein. Wann kam das raus? In den 60ern? Ich weiß es echt nicht. Ist ja auch egal. Also wahrscheinlich ist die Rosi von der 32 16 8 nicht mehr ganz so jung. Aber hat bestimmt nichts verlernt von ihrer damaligen Konjunktur die ganze Nacht über. Und ich glaube, Spanier und Konsorten, alle, die auf Wegsperren und für gewisse Dinge stehen, die haben da bestimmt immer noch einen Ansprechpartner. Müssen sie nicht allen anderen aufzwingen. Oh, ich lese gerade etwa 82. Gut, dann ist es. Nee, 87. Dann ist es doch noch nicht ganz so uralt. Also, je nachdem, wie alt die Rosi damals war, die, naja, gibt's ja nicht wirklich, aber je nachdem, wie alt die damalige Protagonistin Rosi war, man könnte euch ausrechnen, wie alt sie heute ist. Ist auch egal, ist ein kleiner Scherz am Rande. Warten wir mal ab, was nun draus wird aus der angeblichen Ankündigung, dass die Notlage nun auslaufen soll. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist eine Nebelkerze und selbst wenn man es auslaufen lassen sollte, wird man durch die Hintertür wieder neue Wege finden, an der absoluten Macht zu bleiben, besonders der Spani. Wobei, der ist ja dann hoffentlich kein Minister mehr. Das hat ja dann sowieso seine heiligen Verordnungen nicht mehr. Kommt darauf an, wer der Nachfolger ist. Wahrscheinlich ein lauter Damus und dann ja, gnade uns die Mutter des fliegenden Spaghetti-Monsters. Aber für einen Spani selbst dürfte es tatsächlich relativ egal sein, denn dann dürfte das neue Kabinett stehen oder na, hoffentlich steht es da noch nicht, aber dann dürfte absehbar sein, dass er nicht mehr lange im Amt ist. Greift er schon nach neuen Posten und dann ist ihm das wahrscheinlich ein bisschen wurscht, ob er per Verordnung durchregieren kann, weil er eh nicht mehr der zuständige Mimimi-Minister ist. Aber es kann auch sein, dass man kurz eine neue Tante aus dem Buktu aus der Ecke oder aus irgendeiner Ecke zaubert oder dann doch wieder irgendwas ganz, ganz Schlimmes oder angeblich irgendwas überlastet ist, wo dann in einem halben Jahr auffliegt, alles erstunken und gelogen. Wer weiß das schon so genau. Aber er hat vorsorglich ja direkt bekräftigt, die heiligen Trippeldödelmaßen, das heilige Trippeldödelprinzip und so, das muss ja weiterhin gelten in Innenräumen. Ach so, und warum? Also in Schweden muss das nicht gelten, ist auch keiner ausgestorben. Soweit ich weiß, gilt es in Montenegro nicht, auch nicht. Und Boris ist auch noch nicht ausgestorben. Glücklicherweise. Wäre wahrscheinlich der Bundesregierung ganz recht. Aber ihr seht, offensichtlich ist es nur in Absurdistan alternativlos. Und wir sehen ja an Spani, dass er nun offensichtlich nach anderen machtintensiven Posten greift, nämlich nach dem Vorsitz der CDU. Da hat er ja durchaus seine Chancen beim Deutschlandtag der Jungen Union fast schon ausgelotet, hat sich da in Stellung für gebracht. Oh, das will ich mir jetzt auch nicht vorstellen an der Stelle. Und er hat ja bereits, als es damals um die Kanzlerkandidatur ging, offensichtlich hinter dem Rücken der Lusche so ein bisschen ausgelotet per Telefon, wie denn eigentlich seine eigenen Chancen aussehen. Also wir können uns darauf gefasst machen, dass der den Vorsitz der CDU haben will. Und als CDU-Vorsitzender prädestiniert ist, in der nächsten Legislaturperiode als Kanzlerkandidat ins Rennen zu gehen. Falls es Neuwahlen gibt, sogar schon eher. Und dass es Neuwahlen gibt, ist bei dem, was Absurdistan droht, gar nicht mal so unwahrscheinlich. Aber gut. Auch das ist noch Zukunftsmusik. Wir haben es uns heute angeschaut. Ihr müsst selber entscheiden, ob ihr dem Vogel irgendwas glaubt oder nicht. Ich an der Stelle tue es definitiv nicht. Dafür hat er viel zu oft gelogen. Und dass er noch nicht zurückgetreten ist, ist eigentlich schon naja, ein Skandal sondersgleichen an sich. Denn es gab ja nun wirklich genügend Rücktrittsgründe für 10 ganze Bundesregierungen. Die hat ein einziger Mann verursacht. Aber selber
ist er sich anscheinend keiner Schuld bewusst und jetzt dreht er plötzlich sein Fähnchen im Wind und jetzt braucht man die Notlage ja doch nicht mehr so notwendigerweise. Aber wir haben nicht nur Spani und die Elke, wir haben noch ein paar ganz, ganz andere Sachen, denn wir schauen mal in den Fokus, der tatsächlich ein bisschen kritisch berichtet hat. Homestead fragt gerade, um wen es geht, nur um Spani, um den Jensi, der, naja, das wisst ihr ja alle. Unser, weiß nicht, Hobby-Kaiser oder so, also so ein bisschen größenwahnsinnig ist er ja schon, das kann man dazu sagen. Die kleinsten Männer sind immer die größenwahnsinnigsten, jetzt ohne pauschalisieren zu wollen, aber hat ja die Geschichte gezeigt. Kommen wir weiter zur nächsten Meldung. Der Fokus teilt mit, dass nun tatsächlich eines, es war an der Stelle eine Kolumne, war jetzt nicht als seriöser, neutraler Artikel gekennzeichnet, aber zumindest als, also las sich ganz interessant. Es wurde eine Kolumne von Gabor Steingart veröffentlicht mit dem Titel Hochstapelei, Halbwissen. Hochstapelei und Halbwissen. Wie Scholz sich und uns die Realität schönredet. So, worum ging's? Na, Scholzi, Mr. Wirecard, Mr. Cum-Ex und so weiter und so fort. Die Finanzskandale, an die er sich plötzlich gar nicht mehr so genau erinnern kann. Der scheint nicht nur den ein oder anderen Skandal vertuschen zu wollen aus der Vergangenheit, der scheint auch in der Gegenwart und auch zukünftig offensichtlich ein bisschen hochstapelnd unterwegs zu sein, beziehungsweise ein Problem damit zu haben, die Realität zu erkennen. Denn, das ist dem Herrn Steingart aufgefallen, der tritt ganz schön dick auf, der Scholzi, stellt sich hin und spricht von der größten Modernisierung der letzten 100 Jahre, die er plant. Ach so, die größte Modernisierung der letzten 100 Jahre? Wir haben 2021. 1921, ich denke, seitdem gab es so einige sehr, sehr große Modernisierungen. Beispielsweise, dass jeder Klo in der Wohnung hat und nicht mehr auf dem Hof zum Scheißen gehen muss. Das war in den 30ern des letzten Jahres noch relativ normal, dass man das Plumpsklo in der Maus hatte. Gab es auch in den 50er, 60ern, 70ern, 80ern teilweise, nein, 80ern nicht mehr. Aber ihr versteht schon, worauf ich hinaus will. Dass jeder einen Telefonanschluss zu Hause hat, dass jeder Strom und fließend Wasser zu Hause hat. Das ist eine Modernisierung, dass jeder entsprechenden Zugang zu digitalen Technologien hat. Beispielsweise, Fernseher will ich jetzt nicht als Errungenschaft bezeichnen, aber nehmen wir doch das Internet. Das ist tatsächlich die größte Modernisierung, wahrscheinlich der letzten 1000 Jahre nicht, aber zumindest der letzten 100 Jahre. Dass die Menschen kommunizieren können und das relativ einfach, egal wo sie sind und unkontrolliert. Ja, versucht man ja mittlerweile dagegen vorzugehen, aber die Menschen können sich plötzlich austauschen über weite Entfernungen hinweg, ohne auf die Gunst irgendeiner Regierung angewiesen zu sein. Das ist ein absolutes Novum. Das ist eine der größten Modernisierungen der jüngeren Menschheitsgeschichte. Jetzt kommt der Scholz um die Ecke und erzählt, das, was er vorhat, wäre die größte Modernisierung der letzten 100 Jahre. Ach, und was sollte es für eine Modernisierung sein? Zurück in die Höhle? Mit dem Eselkarren rumfahren? Im Kalten sitzen, weil weder Strom noch Energie zum Heizen da ist? Ja, das ist eine interessante Modernisierung. Es ist dann so praktisch vorwärts in die Vergangenheit und nicht zurück in die Zukunft. Aber das ist dem Herrn Steingart auch aufgefallen, dass der Scholz hier nicht der Einzige ist, der offensichtlich so den Bezug zur Realität gänzlich verloren hat. Und dass er den wirklich verloren hat, erkennt man wundervoll daran, wie er sich im Bezug auf gewisse Finanzskandale verhält, nämlich da gar nichts zu sagen will oder sich rausredet, hat alles vergessen und so. Er will da also keine Verantwortung für übernehmen. Ja, natürlich will er das nicht, ist ja logisch. So. Aber dem Herrn Steingart ist auch aufgefallen, dass es eigentlich schon mit Murksel begonnen hat. Dass bereits Merkel ordentlich vorgelegt hat, indem sie beispielsweise geschwätzt hat, die Politik der vorsätzlichen Selbstüberschätzung ins Leben gerufen hat, mit ihrer Äußerung, dass ihre Politik alternativlos wäre. Also da muss man auch mal kurz drüber nachdenken. Da stellt sich so eine olle Nebelkrähe hin und erzählt, das, was ich will, ist alternativlos und ihr müsst es machen. Okay? Also, wenn irgendjemand irgendwas von alternativlos schwafelt, kann man sicher sein, dass jede Alternative, und es gibt viele, definitiv, dass jede einzelne Alternative besser ist als das angeblich Alternativlose. Denn warum muss man denn etwas mit alternativlos bewerben? Weil man Angst davor hat, dass die Menschen hinterfragen und mitbekommen, so ziemlich alles ist besser als das, was angeblich alternativlos ist. So, die hat sich aber hingestellt, hat sich da aufgeführt als Nabel der Welt, als Kaiserin des Universums, hat am Parlament vorbei entschieden, am Rechtsstaat vorbei entschieden, im Alleingang mal eben beispielsweise schwerste oder lang, oder nee, wie
jetzt fehlt mir die richtige Bezeichnung für, schwerwiegendste Entscheidungen, das passt ganz gut getroffen, wie das Öffnen einer Grenze, was völlig illegal war. Gut, das haben sie ja sicher mittlerweile im Nachgang legalisiert. Zeigt aber, dass man offensichtlich das Prinzip Demokratie und vor allem Gewaltenteilung offenbar entweder nicht verstanden hat oder es einem einfach scheißegal war von Merkels Seite. Und nun kommt der Scholz und teilt mit, er will in genau die gleiche Richtung gehen. Hat er vor, einen Staudamm zu bauen? Das Mittelmeer stauen oder so? Ist das so die große Modernisierung, die ihm vorschwebt? Ich weiß es nicht. Wurde ja schon angekündigt, dass ja alles reformiert werden soll. Hartz IV wollen sie jetzt auch reformieren. Lieber Scholz, ihr wisst schon, wer Hartz IV eingeführt hat. SPD unter Schröder. Der Herr Hartz war da die treibende Kraft, die das ausgearbeitet hat. Das Hartz IV definitiv reformiert gehört. Da sind wir uns alle einig, ist ganz klar. Die einen können sich wundervoll drauf ausruhen, teilweise Identitäten angeben, die es gar nicht gibt, Kinder angeben, die es gar nicht gibt. Und die anderen werden im Hartz IV-System versklavt zu Tätigkeiten gezwungen, die absolut menschenunwürdig sind, oft aus reiner Schikane. Ich lese gerade, Scholz war dabei, natürlich war er damals schon dabei, der ist ja Berufspolitiker seit der ersten Stunde. So, wer hat es also verbrochen, dieses System? Die SPD. Ja, dumm gelaufen. Und jetzt plötzlich kommt der Scholz und erzählt, wir müssen das reformieren. Ihr hättet es gar nicht erst einführen müssen. Aber, naja, man kann ja davon ablenken, ist ja lange her und ihr heutigen Hüpfer, so, die Jungwähler, die Erstwähler, die wissen das doch eh nicht, weil die haben ja in der Schule in Politik nichts gelernt, die sind ja wegen Weltuntergang hüpfen gegangen. Die kann man ja verarschen, die haben das länger vergessen. Und die alten Wähler, ja, wer erinnert sich denn noch daran, dass die SPD es selbst verbockt hat? Ich lese gerade, Arno Dübel war der Beste, das war ja damals auch noch zu SPD-Zeiten. Gibt's den nicht immer noch? Ist ja auch scheißegal. Das sind ja so die Internet-Stars der Vorzeit fast schon. Aber wir sehen, offensichtlich hat man aus den 16 Jahren, im wahrsten Sinne des Wortes, verkackter Politik der Merkel, das Land gegen die Wand gefahren ohne Ende, die CDU demontiert bis zur Unkenntlichkeit, hat man aus den letzten 16 Jahren nichts gelernt. Im Gegenteil, man stellt sich hin und versucht, das auch noch schön zu reden. Murksel, was die da angeblich alles für Errungenschaften erbracht haben soll. Was sind denn die Errungenschaften? Wir haben eine galoppierende Inflation, wir haben eine massive Energieknappheit aktuell, unsere Wirtschaft steht vor dem Aus, das ist alles Merkel 16 Jahre lang. Dazu haben wir eine völlig gegen die Wand gelaufene sogenannte Migrationspolitik, das verdient die Bezeichnung noch nicht mal. Und Bildung ist auf dem absolut tiefsten Ast, den sie je hatte. Was haben wir noch so? Feuerwehr, also gut, jetzt generell die kritische Infrastruktur, bläst auf dem letzten Loch. Also eigentlich hat sich in den 16 Jahren Merkel nicht viel verbessert. Zumindest nicht von politischer Seite. Na klar, Errungenschaften, die es trotz der Regierung geschafft haben, beispielsweise, naja, nur vernünftiger, ja nicht überall, aber in einigen Teilen zumindest ein einigermaßen guter Netzausbau, in Absurdistan ja sowieso nicht ganz so geil, aber wir haben zumindest ab und an mal ein bisschen LTE, das haben wir aber nicht der Bundesregierung zu verdanken, das haben wir privaten kapitalistischen Firmen zu verdanken, die es gemacht haben, die es trotz Bundesregierung gemacht haben. So, kriegt man natürlich nicht mit, man versucht alles, was sich tatsächlich an manchen Stellen ein bisschen verbessert hat, der Merkel anzuschreiben und alles, was sich deutlich verschlechtert hat, in fast jedem Bereich eine massive Geldentwertung, die massivste Geldentwertung seit der letzten großen Wirtschaftskrise. Nee, bei der letzten Wirtschaftskrise war es auch nicht so schlimm mit der Geldentwertung. Wann waren die Inflation so hoch wie jetzt? Ich glaube, das letzte Mal vor 30 Jahren sogar. Ist ja auch egal, ihr versteht schon, worauf ich hinaus will. Das alles, was wirklich massiv gegen die Wand gelaufen ist, das darf man natürlich nicht ansprechen. Das darf man auch nicht mit Merkel in Verbindung bringen. Das ist alles nur eine Verschwörungstheorie. Auch schon faszinierend. Die Errungenschaften, die andere Menschen vorgenommen haben, und zwar trotz massiven Steinen, die ihnen von der Politik in den Weg geschmissen wurden, die werden der Merkel zugeschrieben. Und alles, was verkackt hat, das darf man nicht so genau hinschauen, weil dann wäre man ja ein Rechtspopulist. Schon klar. Ich lese gerade, sie war mal höher, nämlich 1923. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, wir haben die höchste Inflationsrate mittlerweile seit fast 100 Jahren. Ja, was für eine geile Errungenschaft. Aber wir kommen auch gleich noch zu einem anderen Bereich, der nur so ein bisschen deutlich macht, wie es wahrscheinlich in den nächsten Monaten weitergeht. Und das ist nicht sonderlich positiv. Dezember 93,
Wie hoch war die Inflation da? Genau das Datum hatte ich vorhin gesucht, aber ist ja auch egal. Ihr habt, glaube ich, den Punkt schon verstanden. Über Details könnt ihr euch im Chat gerne noch genauer austauschen, wie hoch nun wann welche Inflationsrate war, welche Geldentwertung, denn es geht ja nicht nur um die reine Inflationsrate. Wir müssen ja auch noch mit im Hinterkopf behalten, wie hoch der tatsächliche Kaufkraftverlust ist. So, Inflation ist das eine, Preistreiberei und so weiter, ja, Pseudo-Planwirtschaft und so kommt noch mit dazu. Dann massive Rohstoffknappheit durch politische Entscheidungen im Hintergrund. Das alles trägt ja mit dazu bei, dass man für sein Geld immer weniger bekommt. Und ich glaube, die höchste Geldentwertung, also reiner Kaufkraftverlust, den haben wir seit dem letzten Jahrhundert. Ich denke, der war 93 nicht so hoch. Wobei 93 gab es ja noch kein Euro. Naja, gucken wir uns die nächste Meldung an. Die passt da gerade sehr gut dazu. Das ist eigentlich das zweite große Tagesthema. Wir drehen das mal um. Wir nehmen das zweite große Tagesthema zuerst und die Bildgeschichte kommt dann als nächstes. Die nehmen wir dann im Anschluss. Wir schauen mal ein weiteres Mal zum Fokus. Da ist nämlich berichtet worden, dass die Chinesen offensichtlich einmal mehr ein bisschen wirtschaftlich manipulieren. Und diesmal geht es um den Magnesiumhandel. Klingt jetzt erstmal relativ banal. Ja, scheiß auf Magnesium, so nach dem Motto. Problem ist nur, dass unsere absurdistanische Metallindustrie vor dem Aussteht. Und das mag jetzt hochtrabend klingen, das mag jetzt sehr dramatisiert klingen. Das Problem ist allerdings, es ist relativ realistisch. Denn was hat sich diesmal wieder zugetragen? Die Chinesen liefern kein Magnesium mehr. Ja, das brauchen wir so ziemlich in jedem Bereich der Metallverarbeitung. Aluminium, Auto und so weiter und so fort. Also ist jetzt nicht so, dass das irgendwie mal eben durch irgendwas ersetzt werden kann, weil so spontan jemand anderes einspringen kann. Das ist absolut elementar in so ziemlich jeder Industrie, in jeder Metallverarbeitungsindustrie in Absurdistan. Und dreimal dürft ihr raten, wer das Monopol darauf hat? Die Chinesen. Die haben 90% Marktanteil. Ja, es gibt noch ein paar andere Magnesiumhersteller, unter anderem Israel und Kasachstan und Russland. Aber bei 90%, was aus China kommt, könnt ihr euch ausrechnen, ja, die restlichen 10% auf alle anderen Länder verteilt, ist nicht mehr sonderlich viel da. So, jetzt kann man natürlich überlegen, Moment, Magnesium ist doch eigentlich gar nicht so selten. Ist doch eins der am häufigsten vorkommendsten Elemente. Ja, das stimmt schon, aber da die Chinesen den Markt monopolisiert haben und es ansonsten keine nennenswerten Anbieter mehr gibt, sind wir auf die Chinesen angewiesen. Auf die Chinesen, die uns schon massiv unter Druck gesetzt haben, weil sie beispielsweise ziemlich willkürlich irgendwelche Häfen sperren, angeblich weil Zombie, 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 und damit den gesamten Weltmarkt sabotieren. Ja, den Chinesen selber schadet es nicht sonderlich viel, die können sich es einfach leisten. Die holen die Verluste, die sie die paar Wochen, wo sie tatsächlich mal selbstbehindert sind, einfahren, die holen sie binnen Tagen wieder rein. Aber der Weltmarkt, der von den Chinesen abhängig ist, der geht im wahrsten Sinne des Wortes mit jedem weiteren Sabotageakt ein Stück weiter vor die Hunde. So, und warum kommt nun kein Magnesium mehr nach? Man kann ja noch dazu sagen, ja, wir haben doch auf Lager bis Ende November. Also, sollte nicht nachgeliefert werden, sind die Lager, Pi mal Daumen, Ende November leer in Absurdistan. Wie ihr wisst, normalerweise ist es fast in Teilproduktion. Klar, ein bisschen was ist auf Vorrat, aber das hält eben maximal bis Ende nächsten Monats. Danach sitzt die Metallindustrie auf dem Trockenen. Und ohne Metallindustrie könnt ihr euch vorstellen, welche anderen Zweige dann noch mit in den Abgrund gerissen werden. So, diesmal geht es nicht darum, dass die Chinesen irgendwas gekauft haben. Nee, die Chinesen argumentieren jetzt, weil Weltuntergang. Es gibt nämlich eine Verordnung bereits seit Mitte September, die den entsprechenden Provinzen, in denen die Magnesiumindustrie angesiedelt ist, einen Stromsparmodus auferlegt. Die Provinzen, in denen die Magnesiumindustrie ansässig ist, wo die Hauptstandorte sind, die Schwerindustrie, die bekommen nun eine Stromsparverordnung vor den Latz geknallt, dass doch bitte weniger Energie verbrauchen sollen. Die dürfen keinen Strom mehr verbrauchen bis Ende des Jahres oder so gut wie keinen mehr. Die Chinesen, die, ich glaube, über 60 neue Kraftwerke bauen, die wollen uns jetzt erzählen, die haben Strommangel. Ach Bullshit, sie begründen es mit Emissionszielen, die ja nicht erreicht werden. Die Emissionsziele, die Chinesen noch nie interessiert haben. Ja klar, auf Papier haben sie es ja unterschrieben, aber das hat doch China noch nie gejuckt. Das juckt die Chinesen auch jetzt nicht, da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Ich glaube, 64 neue Kohlekraftwerke bauen sie oder so, das ist völliger Bullshit, die Begründung. Aber das wird jetzt angeführt.
Die müssen ja weniger Strom verbrauchen, deswegen können sie nur noch weniger produzieren und deswegen kommt auch nichts mehr an, wahrscheinlich demnächst in Europa. Ist dann halt dumm gelaufen, aber ihr Europäer, ihr wollt doch einen Weltuntergang verhindern, also seid froh, dass wir Strom sparen. Ja, und die 64 neuen Kraftwerke, es sind sogar mehr als 64, bauen ja auch noch irgendwie 20 Atomkraftwerke oder sowas, die zur Sättigung des chinesischen Energiebedarfs gebaut werden, wohlgemerkt. Die sind plötzlich völlig aus dem Gespräch geraten. Jetzt steht im Fokus, ja, sie müssen ja Strom sparen. Und der blöde Absurdistaner, ohne das jetzt böse zu meinen, der glaubt das auch noch. Jetzt schreibt Wolf, na, die müssen halt Windräder aufbauen. Das hat ja hier in Absurdistan schon wundervoll geklappt. Denn dank der tollen Windräder an jeder Ecke haben wir im Sommer auf die Gasreserven zurückgegriffen. Warum haben wir das gemacht? Ja, weil der Wind nicht geweht hat, ganz einfach. Weil, wenn das Windrädchen stillsteht, schlichtweg nichts Strom durchfließt. So, wie hat man das Ganze abgefangen? Einerseits mit sündhaft teuren Importen aus dem Ausland. Wir haben also Strom von unseren Nachbarn gekauft. Auf der anderen Seite, indem man die Gaskraftwerke hat einspringen lassen. Und dafür ist logischerweise Gas notwendig, ist ganz klar, was eigentlich vorgesehen wäre für den Winter, zum Beispiel zum Heizen. Ja, das kann man ja nun den Russen in die Schuhe schieben, die haben ja angeblich zu wenig geliefert. Bullshit, die Russen haben genau das geliefert, was bestellt wurde. Ist man also selber schuld, wenn man zu wenig bestellt. Wenn die Russen mehr liefern würden, wäre das natürlich nett, aber es gibt keinerlei Verpflichtung. Wenn sie andere zahlungskräftigere Kunden haben, zum Beispiel die Chinesen, ja, eine kleine Krux an der Stelle, dann wird natürlich an den geliefert, der bessere Geschäftspartner ist. So, dass man jetzt also Putin als bösen Saboteur hinstellen will, weil die uns zu wenig Gas geben, ist Bullshit, wenn man so blöde zum Rechnen ist. Wenn man zu wenig bestellt, dann kriegt man halt auch zu wenig. Ich meine, wenn ich 24 Buntstifte haben will, aber nur 12 Buntstifte bestelle, dann kriege ich auch nur 12 Buntstifte, um jetzt mal die Safsan-Shapley-Rechenmethode zu verwenden. Wenn dir der Händler dann trotzdem so nett ist, mir noch 12 mehr schickt, natürlich berechnet gegen Bezahlung, dann ist es toll. Dann hat der Händler vielleicht mitgedacht und gedacht, ja, will vielleicht doch mehr Buntstifte haben, bieten wir es mal an. Aber ich habe in dem Moment schlichtweg eine falsche Bestellung aufgegeben. Und wenn ich dann die 12 Buntstifte bekomme, dann ist es meine eigene Schuld. Dann kann ich den Händler nicht ankotzen, warum er mir nur 12 Buntstifte geschickt hat. So macht man es aber gerade mit den Russen. Und das Ganze wird sich nun also noch weiter zuspitzen, denn nicht nur unsere Stahlindustrie ist vor dem Aus wegen den horrenden Energiekosten in Absurdistan, unter anderem Steigerung von 20 Euro pro Megawattstunde auf über 400 Euro pro Megawattstunde im Sommer bereits erreicht. Wegen den horrenden Energiekosten kann die Stahlindustrie, beispielsweise die Swiss Steel Group relativ groß, sind die bereits jetzt durchaus skeptisch, ob es sich für sie noch weiterhin lohnt zu produzieren. Die stehen vor einem Produktionsstopp aus Kostengründen. Dazu kommt nun also, dass die Metallindustrie in Gänze in Absurdistan wohl eh bald nicht mehr arbeiten kann, weil einfach kaum noch Magnesium nachkommt. Jetzt schreibt Babylon gerade, ohne Magnesium gibt es kein Aluminium. Ja, das wissen die Chinesen auch. Und weil sie Strom sparen müssen, ist nun also absehbar, dass deutlich weniger Magnesium kommt. Aber die Verbände in Absurdistan, die haben ja schon drüber geredet, dass die Politik doch auf dem diplomatischen Wege mal mit den Chinesen reden soll. Das würde nur die Chinesen nicht interessieren. Also ganz ehrlich, was erwartet man denn davon? Selbst wenn irgendein Politiker halt aus diesem Absurditätenkabinett, wenn der jetzt nach China fliegt, mit den Chinesen redet, da lachen die sich doch schief. Warum sollten die denn darauf eingehen? Die machen das schon mit Absicht, dass sie jetzt angeblich Strom sparen müssen, um die Weltmärkte unter Druck zu setzen, damit sie sich später günstiger einheimsen können. Denn das dürfte das Ziel der Chinesen sein. Aushungern und dann, wenn es vor der Insolvenz steht oder in die Insolvenz geht, günstig aufkaufen. Das machen sie seit Jahren. Also man versucht offensichtlich massiv die Preise in den Keller zu drücken, die Industrien abzuwürgen und das Ganze dann selber zu übernehmen. Und das ist immer die Gefahr, wenn man sich abhängig macht von einem einzigen Monopolisten. Aber hat man ja bisher so gewollt. Ich sage nur 90% Magnesiummarktanteil. Ziemlich dämlich, wenn man es so weit kommen lässt. Und jetzt könnte man ja sagen, wir haben doch aber genug Magnesium auf dem Planeten, man kann doch einfach schnell woanders welches abbauen. Wie lange dauert das wohl, bis man einen entsprechenden Abbaustandort aufbaut, der mit den Chinesen konkurrieren kann? Nicht bis Ende November. Das schafft man nicht, das könnt ihr vergessen.
Das heißt, die Metallindustrie wird demnächst auf dem Trockenen sitzen. Was das für Tausende, Zehntausende Arbeitsplätze in Absurdistan bedeutet, muss ich euch nicht sagen. Bestenfalls Kurzarbeit. Also bestenfalls Kurzarbeit. Letztlich wird es wohl dazu führen, dass die Firmen, sofern sie noch die Möglichkeit haben, abwandern, wahrscheinlich viele nach Fernost gehen werden. Weil da sind halt die Wege einfach ein bisschen kürzer. Da sind sie wahrscheinlich noch eher dran mit beliefert werden als hier in Europa. Und viele kleinere, viele, die das nicht können, die werden vor die Hunde gehen. Die sind dann halt einfach weg. So nach dem Motto Futschi. Hatten wir ja auch schon. Wie viele Firmen gibt es bereits wegen dem ganzen Zombie-Politik-Irrsinn nicht mehr? Ja, so viel zum Thema Monopole in China. Und ist doch ein schöner Ausblick, oder? Im Winter am kalten Hocken. Energiepreise gehen immer stärker durch die Decke. Kann sich kaum noch irgendjemand leisten. Und dazu kommt noch, dass auch das letzte bisschen Industrie, was noch vorhanden ist, demnächst offenbar schlichtweg die Hufe hochreißt, weil einfach kein Material mehr da ist. Hatten wir ja schon, als der Chipmangel war, als die Chipkrise da war, als beispielsweise in der Autoindustrie ganz, ganz viel nicht mehr produziert werden konnten, Fließbänder, so, die Fließbänder stillstanden, ne? Zehntausende Fahrzeuge nicht ausgeliefert werden konnten. Da gab es ja schon einen Vorgeschmack darauf. Einige Werke geschlossen, Mitarbeiter in Kurzarbeit, freigestellt, teilweise rausgeschmissen. So, das wird sich in den nächsten Monaten noch deutlich verschärfen. Dazu kommt der gesamte Irrsinn vom wegen, wir haben aber Weltuntergang. Vielleicht sollte man den Weltuntergangssektenkindern die Kausalitäten mal aufzeigen, was da eigentlich gerade so wirtschaftlich abgeht und was letztlich dafür erstmal verantwortlich ist, notwendig ist, dass die mit dem Arsch im Warm sitzen und ihr neuestes Smartphone jeden Abend aufladen können. Wobei jeden Abend reicht bei denen nicht aus, die laden ja 4-5 Mal pro Tag teilweise, weil sie 24 Stunden davor kleben. So, vielleicht sollte man denen die Zusammenhänge mal erklären. Wohlstand, gemütliches im Warm sitzen, sich die Kartoffelchips reinziehen und vom Fernseher irgendwelche schwachsinnigen Filme wie diesen Bullshit da im Privatfernsehen reinziehen, so diese dämlichen Sendungen, ist ja auch egal, muss jeder selber wissen, ob er den Scheiß schaut, das funktioniert ohne Industrie nicht. So, das funktioniert nicht, wenn es niemanden gibt, der Werte schafft, für deren Erzeugung andere bezahlt werden, nämlich die Mitarbeiter, die dann wiederum in aller Regel die Familien ernähren. Also dafür sorgen, dass das Kind ein eigenes Zimmer hat, dass das Kind genug zu fressen hat und sich erlauben kann, morgens zur Schule gefahren zu werden, nachmittags zum Weltuntergang hüpfen gefahren zu werden. So, das verstehen die aber nicht. Die sind der Meinung, Strom kommt aus der Steckdose. Und Deutschland ist doch reich. Ja, reich an Schulden ist das Land definitiv. Das Land lebt seit Jahrzehnten auf Pump, Tendenz steigend. Es wird nur noch mit Schulden gehandelt. Aber ja, das verstehen die Kids halt nicht. Also möglicherweise muss das Ganze doch erst richtig gegen die Wand laufen, bis die, die sowas wie die Grünen verbrochen haben, dann langsam mitbekommen, na, war vielleicht doch nicht so geil. Aber da wir gerade beim Thema Grüne, wer die Grünen verbrochen hat, sind, da gibt es noch was Schönes aus Österreich. Also schön ist es eigentlich nicht, aber was Interessantes aus Österreich. Ich muss euch nur mal ganz kurz den Assistenten der Chefredaktion zeigen. Schaut mal, ich habe jetzt so aus dem Augenwinkel gesehen, dass da unser kleiner Fladikant liegt. Wir lassen ihn mal in Ruhe. Er hat dann nachher erst seinen Auftritt. Juna ist dann hoffentlich auch wieder mit am Start. Die ist gerade hochgegangen. Notfalls gehen wir dann hoch und suchen Juna. Aber das fand ich gerade so süß. Da musste ich mal die Kamera hinhalten. Es gibt was Spannendes aus Österreich vom Standard. Habe ich heute bei Facebook schon geteilt. Habe ich eigentlich gar nicht auf dem Themenzettel. Ist mir völlig entglitten, weil ich das halt bei Facebook schon rausgehauen hatte. Denn die haben die Chats ausgewertet vom Sebastian Kurz, vom Kurzi, mit seinen, naja, Handlanger, ich glaube, das kann man so ausdrücken, unter anderem der angeblichen Meinungsforscherin und dann einem Staatssekretär aus dem Finanzministerium, Schmidt oder so heißt der, ist auch egal, wie er heißt, könnt ihr ja entsprechend nachlesen in den Chats im Standard. Und da ist ziemlich viel, also da haben sie ziemlich viel schmutzige Wäsche gewaschen, im wahrsten Sinne des Wortes. Da haben sie nämlich die ein oder andere Straftat sehr, sehr eindeutig zugegeben, ganz ungeniert. Beispielsweise das Umfragengetöse, das gilt ja noch die Unschuldsvermutung, muss man ja leider dazu sagen, in Absurdistan. Aber sie haben zugegeben, dass sie Umfragen manipuliert haben, wenn sie ihnen nicht in den Kram gepasst haben, dass andere besser da standen, wurde das Ganze bereinigt, hat man dann schnell den Auftrag gegeben, dass da ein bisschen was geändert werden muss in der Umfrage, dass man Medien gekauft hat, speziell die Fellners, dass man die auch sich gefügig gemacht hat und nur da dann vorher abgesprochen wurde mit der Regierung, wann welcher Artikel erscheint. Das Ganze auch in anderen großen österreichischen Medien geht alles aus diesen Nachrichten, aus diesen Chatprotokollen hervor. Insgesamt hat der Typ aus dem Finanzministerium wohl noch versucht, 300.000 Nachrichten zu löschen, ist aber wieder hergestellt worden. Also ist halt ein bisschen dämlich, wenn man der Meinung ist, wenn man bei WhatsApp im Verlauf löscht, sind die Nachrichten weg. Also das kann man durchaus wiederherstellen. Ganz so schlau waren sie dann anscheinend doch nicht in ihrer Korruptionsaffäre.
aber lest es euch gern selbst durch. Es ist perfide, was da abging. Sie haben genau das gemacht, was sie dem, wie hieß er denn, dem Strache damals anhängen wollten, als sie den da auf Ibiza in diese Venusfalle gelockt haben mit der Straßennote da, die ihn da bezipsen sollte. Der selber hat ja nicht falsch gemacht. Ihm wurde da in den Mund gelegt, dass er doch da bitte die Zeitung kaufen soll und so eine Scheiße. Das hat er selber nicht gemacht, hat aber trotzdem ausgereicht, dass ganz Österreich ihn zum Rücktritt genötigt hat, fast schon, weil ein wütender Mob aufgehetzt wurde. So, all das, was man dem Strache damals anhängen wollte, all das haben Kurzi und Konsorten gemacht. Also nachweislich gemacht. Mittlerweile sind ja Ermittlungen in alle Richtungen. Die haben ja da die Regierungssitz durchsucht und die Ministerien und alles. Und die haben ja da über mehrere tausende Nachrichten sichergestellt, eindeutig auf die Person zurückzuführen und eindeutig aus denen eindeutig herausgeht, dass da sich gegenseitig für bedankt wurde, dass man dadurch die Medien auf Linie gebracht hat, dass man dadurch die Umfrage nochmal nachgebessert hat, dass man mutmaßlich sogar Gelder hat sich zu, also das Geld hat sich zugeschossen, das ist falsch, das hat man wohl sowieso gemacht, aber dass der Typ vom Finanzministerium für den Kurz hier auch noch 160 Millionen hat springen lassen, Steuergelder, also den Etat erhöht, haben sie dann sehr, sehr persönlich geschrieben, alles für meinen Kanzler und so, und haben sich gegenseitig so ein bisschen angeschwult, können sie ja machen, ist ja deren Sache, aber ich meine, wenn da Steuergelder veruntreut werden, ist nicht mehr ganz so geil. Sind so Nachrichten da hin und her geflossen wie, jetzt kann Sebastian Kurz Geld scheißen, haben sie positiv sich gegenüber genannt. Ja, schön, nicht wahr? Hat man aus Steuermitteln 160 Millionen locker gemacht, damit der Sebastian Kurz gut dasteht. Ja, so läuft das ab in Österreich. Und dann will ernsthaft noch jemand erzählen, dass das in Absurdistan anders geht? Ich meine, der Kurzi ist durchaus so, naja, so der kleine Schuljunge von der Murksel. Also, der ist ja auch, das ist ja eine Entourage. Es würde mich doch sehr wundern, wenn das hierzulande keine ähnlichen Strukturen gäbe. Aber warum ich das jetzt in Verbindung mit den Grünen gebracht habe, wie sind denn wohl die Grünen in den Umfragen in Österreich so durch die Decke gegangen? Haben wir uns alle gefragt im Vlog, wie kann denn das sein, dass die plötzlich so gut dastehen? Vor Jahren schon, vor 2-3 Jahren. Ja, aus dem Chatprotokoll geht hervor, dass man sich vorher darüber ausgetauscht hat, wie die Umfragen ausfallen sollen. Nämlich, dass die Grünen hoch sein sollen, die Zustimmung zu den Grünen soll hoch sein. Ja, die zur Kurzis ÖVP sowieso, SPÖ ein bisschen schlechter, ein bisschen Neo und so. Und ja, da hat man mal eben einen Auftrag gegeben, wie die Meinungsumfrage im Ergebnis aussehen soll, die wenige Tage später in ganz Österreich gedruckt wurde. Da hat man ganz klar geschrieben, hat der Kurzi geschrieben, Grüne hoch. Ach, ja, ein Schelm, wer Böses denkt. Es ist wirklich ein sehr langer Artikel im Standard. Das sind ja auch nur Auszüge aus diesen Chatprotokollen. Die haben ja nicht alles abgedruckt, sonst wäre ja noch länger. Aber gebt euch das mal. Lest euch das durch. Es ist klar erkennbar, was da von wem geschrieben wurde. Es ist eindeutig zuzuordnen. Und macht euch da eure eigenen Gedanken zu, was das für Leute sind, die da durch Mauschelei, durch Putscherei noch immer in Österreich an der Macht sind. So, warum noch immer? Naja, der Kurzi geht ja jetzt als Schattenkanzler weiter. Ja, er selber hat ja gesagt, er wäre kein Schattenkanzler. Wenn der Bankräuber auf frischer Tat ertappt wird und sagt, er ist kein Bankräuber, glaubt man ihm das dann? Also letztlich haben sie einen, der ist zwar ein Parteiloser, aber einem den kurzen doch sehr, sehr nahestehenden Pseudo-Kanzler installiert. Und wer im Hintergrund das Sagen hat, ich denke, das ist recht klar. Aber klar, alles nur eine Verschwörungstheorie. Dietje hat den Link schon reingeworfen, also wirklich gern mal die Chatprotokolle anschauen. Es ist ein Trauerspiel, was da in Österreich abgeht. Aber ich habe noch gar nicht mitbekommen, dass das in Österreich so richtig... Also gut, ich bin nicht aus Österreich. Ich glaube, Homestyle, du sitzt in Österreich oder sitzt du nur in Südestan? Nee, du müsstest in Österreich sitzen. Wer auch immer gerade in Österreich sitzt, gib mal bitte eine Rückmeldung, ob das bei euch medial in der Öffentlichkeit so richtig stattfindet, was da gerade abgeht. Ob es da Talksendungen gibt, die das Ganze kritisch aufarbeiten, ob darüber geredet wird oder ob man versucht, das zu vertuschen. Denn die Connections zu den Medien, die sind ja offenkundig mittlerweile auch belegt. Also, dass die Politik da die Fäden zieht, das haben wir ja nun wirklich schwarz auf weiß. Ah, Dietrich schreibt, Homestead ist in Wien. Ja, das hatte ich auch so in Erinnerung, dass du in Österreich sitzt. Deswegen gerne mal eure Erfahrungen schildern, ob das in Österreich tatsächlich Gehör findet, ob man das auch den Leuten vermittelt, die Information den Leuten auch zugänglich macht. Jetzt nicht irgendwo in der dritten Zeile als Randnotiz oder so, sondern gibt es da einen öffentlichen Aufschrei? So richtig, wie das sein müsste? Dass da jetzt die Menschen dann tatsächlich auch empört vielleicht mal mit einem Demoschild vorm Regierungssitz stehen? Ja, wahrscheinlich nicht, oder?
Aber wo wir gerade beim Thema empört vom Regierung sind, da habe ich noch was für euch. Das war eigentlich auch nicht auf dem Themenzettel. Wir ergänzen heute die Themen ganz schön stark. Es gibt nämlich Interessantes aus Triest, aus Italien, was man hierzulande in den Medien so ziemlich gar nicht mitbekommen hat. Zumindest bei meiner Themenzettelrecherche nicht. Was ich aber vorhin den ganzen Tag über praktisch auf einem, oh Gott, italienischen YouTube-Kanal gesehen habe. Ich habe vergessen, wie er heißt, aber irgendjemand von euch hat es mit Sicherheit auch gesehen. Heute lief nämlich über Stunden, morgens schon angefangen bis in den späten Abend hinein, ein Stream der Demo am Hafen in Triest. Das, was hierzulande als kleine Proteste, wenn überhaupt, mal irgendwo auf der letzten Seite erwähnt wird. Ja, der ganze Hafen in Triest war voll. Also wirklich Menschenmassen ohne Ende. Der Stream, den ich vorhin gesehen hatte, schon über 8 Stunden am Laufen, war so gegen 17 Uhr, als ich den Stream gefunden habe. Da lief der schon 8 Stunden und immer noch alles voll. 2-3 Stunden später auch noch alles voll. Also ganz Triest voller Menschen, friedliche Menschen, ohne Maulkorb und so weiter und so fort, die auf die Barrikaden gehen, wegen dem, ihr wisst schon was, wegen dem Faschopass in Italien. So, hat man hier in den Medien nichts von gehört, oder? Doch in den österreichischen wurde berichtet, auf OE24 hat man es gehabt. So. Bis vorhin noch, ich glaube so 21, 22 Uhr gab es auch nochmal einen Livestream, bis vorhin noch waren da, gut, vorhin war es nicht mehr ganz so voll wie den Tag über, aber selbst am späten Abend hinweg waren immer noch Menschen auf der Straße. Müsst ihr euch mal anschauen. Also wirklich absolut, absolut grandios, was, dass die Menschen sich das nicht gefallen lassen. Lokalteam, ja irgendwie so hieß das. Wenn jemand den Link dazu hat, links werden ja immer automatisch gelöscht. Wenn jemand wirklich weiß, wie der YouTube-Kanal heißt, verlässlich, was man in der Suchzeile eingeben muss, um das zu finden, gerne in den Chat schmeißen, damit die anderen sich das auch anschauen können. Ist nämlich jetzt ein bisschen blöd, ich habe es nicht als Thema aufgenommen, ich habe es oben am Laptop zwar noch offen, aber das hilft uns an der Stelle jetzt nichts, dass ihr da wirklich mal reinschaut, dass ihr euch selber anschaut, was in Italien los ist und den Scheiß hier aus unseren meist öffentlich-rechtlichen nicht glauben müsst. In Italien gehen die Menschen massiv auf die Barrikaden. Local Team, genau das war's. Danke, Thomas. Also, Local Team wird es wahrscheinlich viele Suchergebnisse geben. Also, wenn ihr, oder Local Team Trieste oder so, dann müsstet ihr das finden. Das dürfte nicht allzu schwer sein. Und dann scrollt da mal durch. Also, einfach mal durchspulen, weil 8 Stunden lang sich Livestream angucken im Nachgang ist ein bisschen ungünstig. Aber einfach anschauen und dann mit dem vergleichen, was hier in den Medien vermeldet wird. Es ist wirklich abstrus, als wären unsere hiesigen Medien in einem Paralleluniversum und würden das nicht mitkriegen. Natürlich kriegen sie es mit. Was ich auch sehr faszinierend fand, ist, dass man hierzulande immer versucht, die Demos als rechtsextremistisch zu diffamieren. Ist ja klar, gute Demo, böse Demo. Wenn man sich aber den Stream anschaut, waren dort bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen überhaupt keine Plakate zu sehen. Die einzigen Plakate, die oder Fahnen und sowas an, irgendwie an Signalen, an Zeichen zu sehen war, waren Protestschilder, kein grünes Zertifikat. So, das war alles. Kein einziges Symbol von irgendwelchen Parteien oder so, zumindest nicht in der Zeit, als ich es gesehen habe. Die meisten Menschen standen einfach nur als sie selbst, als selbstdenkende, als eigenständige, als freie Individuen da. Ohne irgendwelche Signale, ohne sonst was, ohne irgendwelche Banner oder Transparente. So, ganz normale Menschen, jeder Couleur, jeden Alters, jeder gesellschaftlichen Schicht, so wie das aussah, kamen zusammen, haben über Stunden am Hafen demonstriert und machen das, soweit ich weiß, jeden Tag oder fast jeden Tag. Und hierzulande versucht man daraus zu stricken, das wären Rechtsextremisten. Geht es noch? Deswegen guckt euch bitte die Informationen aus erster Hand an. Nicht diesen Scheiß hier in den Medien glauben. So, aber das nur als kleiner Einschub. Wir haben noch ein zweites großes Tagesthema und das ist durchaus das, was heute die Berichterstattung dominiert hat. Denn der Bild-Chefredakteur Julian Reichelt ist mit sofortiger Wirkung rausgeschmissen worden beziehungsweise von seinen Aufgaben entbunden worden, freigestellt worden. Berichtet hat unter anderem die Zeit, aber auch bei Boris gibt es einen umfangreichen Artikel drüber, den ich euch an der Stelle auch eher empfehlen würde, als auf die Zeit zu klicken. Müsst ihr natürlich selber entscheiden, ihr seid ja mündiger Erwachsener. Aber wenn ihr DJ eine Quelle verlinken möchte, dann an der Stelle gerne den Artikel von Boris oder von Boris Kanal und nicht von Boris Kanal, sondern Boris Website. Geschrieben hat es ein Gastautor von Boris, ist aber letztlich kommt's gleich, also sind die gleichen Informationen enthalten wie im sogenannten Mainstream. Und ich glaube, Boris hat den Klick ein bisschen mehr verdient. Nötig hat er nicht mehr. Boris hat mittlerweile mehr Auflage als die meisten Mainstream-Medien, aber definitiv deutlich mehr verdient. Boris hat auch schon ein Video dazu gemacht, lese ich gerade. Habe ich noch gar nicht gesehen, hatte ich noch keine Zeit für, muss ich mir nachher noch anschauen. Aber damit ihr jetzt nicht durch die Gegend klicken müsst, um zu erfahren, was los ist, fasse ich das auch nochmal für euch zusammen. Denn man versucht nun, dem Herrn Reichelt einen Strick daraus zu drehen, dass er angeblich
seine Macht missbraucht hätte. Das hat man im Frühjahr schon mal versucht. Da ist dann rausgekommen, naja, so wirklich scheint es ja nicht zu stimmen. Hat er wohl eine Affäre mit einer Dame gehabt, einer Mitarbeiterin, ebenfalls aus der Redaktion. Und angeblich soll er sie bevorzugt behandelt haben. Inwiefern das jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich habe ja damals schon gesagt, das hat einen komischen Beigeschmack, dass man dem Herrn Reichelt da so einen Sexismus-Skandal anhängen wollte. Denn das macht man irgendwie fast immer bei unliebsamen Männern. Also bei Frauen zieht das jetzt nicht so gut. Aber das ist doch genau das, was man immer versucht, wenn irgendwo ein Mann ist, Assange und so weiter und so fort, dem man irgendwie eins reindrücken will. Da kommt doch immer so ein Sexismus-Skandal oder immer so ein Vergewaltigungsskandal, so eine Scheiße halt. Also eben so ein typisches, naja, so ein Thema, was die Menschen in Furore versetzt, so ein Thema, was die Menschen aufhetzt, auf die Barrikaden bringt, was relativ einfach zu, in Anführungszeichen, zu so einer großen Empörung führt, dass man auf die Fakten letztlich überhaupt keinen Bock mehr hat, dass man da überhaupt nicht drauf wartet. Also so ein Thema, was sehr, sehr schnell sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bringt. So, ist ein ganz altes Spiel, ich lese ja auch gerade, ja, ist so der Klassiker, so der Sexskandal. Haben sie jetzt beim Reichelt nicht ganz so deutlich gemacht, dem haben sie nur angehangen, er hätte sich sexistisch benommen und da wohl irgendwie seine Machtstellung ausgenutzt, um da irgendwie, naja, ihr wisst schon was. Später kam raus, stimmt wohl doch nicht. Es war zumindest der Stand im Frühjahr. Und jetzt plötzlich wollen sie neue Erkenntnisse gefunden haben. Und zwar ein angebliches Investigativteam vom Ippen Verlag. Habe ich noch nie von gehört. Ich weiß nicht, ob ich da was verpasst habe. Die sollen da über Monate recherchiert haben. Mit der New York Times irgendwie. Über den Springer Verlag und den Reichelt. Und die wollen herausgefunden haben, dass er Privates und Berufliches nicht richtig trennt. Gut, das ist jetzt relativ normal, dass Privates und Berufliches nicht so richtig getrennt wird. Ich erwähne unseren Jensi, der sich hat Deals einfädeln lassen von seinem Ehemann. Also an der Stelle Deals einfädeln, das ist ja noch harmlos, aber nee, ist egal. So, also nur so viel dazu. Privates und Berufliches nicht trennen, Vorteilsnahme durch private Beziehungen. Von der Leyens Beraterskandal. Hat da jemand drüber geredet, Privates und Berufliches trennen? Murksel und ihr Mann oder Ex-Mann oder whatever, der sitzt in der Leopoldina-Gremium. Wer berät die Bundesregierung? Aber wenn der Reichelt mutmaßlich oder angeblich da Vorteile aus seinen Bekannten, Verwandten, Bekannten, was auch immer, angeblich gezogen haben soll, seine Macht ausgenutzt haben soll, um da was auch immer, dann plötzlich ist es verwerflich. Faszinierend. Übrigens in einer Situation, in dem die Bild-Zeitung oft, nicht immer, oft damit auffällt, dass sie erstaunlich kritisch über die Regierungspolitik berichten. Jetzt, wo Bild-TV auf den Markt gekommen ist, wovor offensichtlich besonders die Öffentlich-Rechtlichen sehr, sehr viel Angst haben, ich sage nur SWR 3, wo man einen Konkurrenten sieht, der viele Dinge offen ausspricht, für die anderen den Arsch in der Hose haben, jetzt plötzlich hängt man dem Reichelt so ein Ding an? Also auch hier ein Schelm, wer Böses denkt. Da schwingt schon so ein gewisses Geschmäckle mal wieder mit, oder? Ich warte ja noch drauf, dass wieder irgendeine Dame aus dem Hut gezaubert wird, die ihn dann mit irgendwelchen Vergewaltigungsvorwürfen konfrontiert. Kommt vielleicht als nächstes, wenn sie da eine gecastet haben, die passen könnte ins... Kleiner Scherz am Rande. Nein, ist eigentlich kein Scherz, das traue ich denen wirklich zu, dass sie ihm als nächstes so eine Vergewaltigungsding anhängen wollen. Aber es ist schon arg merkwürdig. Jetzt, wo die Bild-Zeitung plötzlich ein bisschen kritisch wird, das mache ich ja schon seit Monaten, dass die Bild-Zeitung ein bisschen kritischer wurde, jetzt sägen sie den Reichelt ab. Jetzt plötzlich, wo auch zusehends über den grünen Irrsinn berichtet wurde, der Kobold nicht mehr gehypt wurde, kritisiert wurde, was da auf Absurdistan zukommt, wenn tatsächlich die Grünen an die Macht kommen. Jetzt ist der Reichelt plötzlich auf der Abschlussliste und muss weg. So wie von jetzt auf gleich. Ich würde fast darauf wetten, ich habe was ganz Wertvolles, eine Rolle 50 Euro Klopapier, vom Kater ein bisschen angeknabbert. Ich wette mit euch eine Rolle 50 Euro Klopapier. Also wenn ich recht habe, dann müsstet ihr mir so eine Rolle Klopapier schicken. Ich wette mit euch darum, okay, und wenn ich nicht recht habe, dann kriegt der Erste, der gegen mich gewettet hat, die Rolle. Ich wette mit euch darum, um wieder auf den Punkt zu kommen, dass sich die Bild-Zeitungsberichterstattung wahrscheinlich nicht von jetzt auf gleich, aber zumindest schleichend in den nächsten Wochen bis Ende des Jahres hin von regierungskritisch zu fast ausschließlich regierungsbefürwortend ändern wird. So, warum? Wer soll denn den Reichelt-Job übernehmen? Der Chefredakteur der Welt am Sonntag. Die Welt am Sonntag bringt ab und an auch mal was Kritisches. Ja,
Aber meistens ist die Welt am Sonntag, zumindest mir damit aufgefallen, dass sie, naja, doch eher im Sinne der Regierung mitgemacht haben, die Panikmache mitgetragen haben und so weiter und so fort. So, jetzt wo der Reichelt weg ist, ja gut, die haben immer noch den neuen Investor bei der Bild-Zeitung, da ist sicher auch noch ein klein wenig, naja, Korrektur vorhanden, den wird man nicht ganz verkretzen können, wollen, so nach dem Motto, es wird ab und an noch ein bisschen was Kritisches geben, damit er sich nicht wieder rauszieht, aber von wir gehen in Richtung Regierungskritik und zwar immer stärker, was die Bild-Zeitung in den letzten Wochen besonders mit Bild TV zusehends gemacht hat. Die gesamte Regierungspolitik der Bundesregierung der letzten eineinhalb Jahre zerlegt hat, könnt ihr auf dem YouTube-Kanal anschauen. Von der Entwicklung wird man sich wohl relativ schnell drehen zu Weltuntergang. How dare you? Rettet uns Grüne. Neue Bundesregierung. Neue Hoffnung. So wird es wahrscheinlich aussehen. Man wird also den kritischen Kurs nicht direkt um 180 Grad zurückdrehen, das wäre zu auffällig, aber mit großen Schritten schleichend. Bild wird wahrscheinlich wieder auf Linie gebracht, jetzt wo sie den Reichelt rausgeputscht haben, fast schon. Thomas schreibt gerade furchtbar, ja, das ist furchtbar, aber das ist genau das, worauf wir uns einstellen können. Und es gab ja nun auch schon gestern einen Artikel, so im klassischen Bildstil, also um früheren Bildstil. Da hat man sich darüber echauffiert, dass ja so viele, viele Leute Adoptionsunterlagen der heiligen Kuh fälschen. Die wären ja dumm, wenn sie es machen. Ach so, es ist dumm, wenn man sich zur Wehr setzt gegen Erpressung. Es ist dumm, wenn man eine Schutzgeldzahlung verweigert. Ja, okay. Das war ein Mini-Artikel, ein paar Zeilen, völliger Schwachsinn. Es wäre ja dumm, wenn man die heilige Kuh nicht adoptiert. Das ist so der klassische Bildstil von früher. Das ist möglicherweise schon ein kleiner Vorgeschmack auf das, was demnächst noch kommt. Ja, es gab noch einen zweiten Skandal um den Herrn Reichelt, denn angeblich hätte der Verlagschef dieses Ippen-Verlag, angeblich hätte der ja in letzter Minute eine Veröffentlichung noch gestoppt. Denn die haben da wohl hochkonspirativ, hochinvestigativ eine Aufarbeitung gemacht, die sie als Buch oder so rausbringen wollen. Und das hat wohl der Verlagschef persönlich in letzter Sekunde zurückgepfiffen. Okay. Ist jetzt ein bisschen komisch, dass jetzt die Mitarbeiter des Verlags gegen ihren eigenen Chef ins Feld ziehen, weil der das angeblich zurückgepfiffen haben soll. Aber noch viel komischer ist, dass man sich nun Land auf, Land ab medial darüber aufregt. Das wäre Zensur, how dare you, wie kann denn das sein, dass der das zurückhält? Da hat Boris was Spannendes zu gesagt, denn die sich jetzt am lautesten darüber echauffieren, ja, ich wüsste auch gerne, was die da angeblich rausgefunden haben wollen, stellt sich halt die Frage, ob es echt ist, möglicherweise haben sie es aus rechtlichen Gründen zurückgehalten, weil es vielleicht, naja, so ein Relotius-Blatt ist, ich kann es euch nicht sagen, ich habe es ja nicht gelesen, kann auch daran liegen, dass es 1000 Zeilen Lüge sind, ich weiß es nicht. Aber die Ersten, die jetzt springen, how dare you, wie kann das denn sein, dass das nicht veröffentlicht wird? Das waren die, die am lautesten geschwiegen haben, wenn beispielsweise mal wieder ihre eigenen Kollegen, Stichwort Boris, auf YouTube zensiert werden. Wenn da was zurückgehalten wird, was wir alle nicht sehen sollen, nicht sehen dürfen, da sagen sie nichts zu. Aber wenn ein Verlagschef entscheidet, dass er als Verlagschef ein Verlagserzeugnis nicht publizieren will, was sein gutes Recht ist, weil es ist seine eigene Arbeit in dem Sinn oder die Arbeit seiner eigenen Mitarbeiter, ist redaktionell tätig, kann er entscheiden. YouTube ist nicht redaktionell tätig, ist eine Plattform, ist ein Dienstleister an der Stelle, die dürfen nicht entscheiden, was publiziert wird und was nicht. Es ist durchaus rechtlich oder gerichtlich bereits 30 Mal bestätigt, kommt mir jetzt nicht mit Hausrecht, ist Bullshit, ist ein Märchen, könnt ihr euch die Aufarbeitung von Herrn Steinhöfel dazu anhören, der kann euch das Ganze juristisch herleiten. So, aber die Ersten, die jetzt schreien, how dare you, wie kann man das denn zurückhalten, sind die sich am meisten darüber freuen, wenn mal wieder irgendjemand anderes, den sie nicht mögen, zensiert wird. Boris hat schon geschrieben, im Kanzleramt oder in den rot-rot-grünen Parteizentralen, da werden wohl heute Sektkorken knallen. Ja, die werden knallen, weil sie den Reichelt endlich los sind, der ja doch zunehmend kritisch ihnen gegenüber geworden ist. Also wir sehen, das ist schon eine faszinierende Tendenz, die in Absurdistan mittlerweile vorherrscht. Wenn jemand nicht auf Linie ist, muss er weg, so nach dem Motto. Ich wüsste gerne, was sie gemacht hätten, wenn der Reichelt eine Frau wäre. Hätten sie ihm dann eine Männer-Venus-Falle angehangen? Eine Mars-Falle oder was? Ja, ist ja auch Schnurz. Wir sehen, was da wieder für perfide Mittel verwendet werden. Auch an der Stelle keinen einzigen Beweis dafür angebracht. Der Vorwurf, er hätte Privates und Berufliches nicht richtig getrennt. Und wie soll das konkret ausgesehen haben? Also, was ist da nun genau passiert, was angeblich so verwerflich wäre? Das haben sie leider nicht mitgeliefert. Überhaupt nicht. In keinem der Artikel, die ich gelesen habe.
Angeblich hätte er die Macht ausgenutzt. Ja, und wie? Muss ja jemand mitbekommen haben. Naja, ich lese gerade, oder wenn er schwul wäre, dann hätten sie den Jensi persönlich geschickt oder so. Ich kann es euch nicht sagen. Ich will es auch nicht so genau wissen. Aber es ist schon irgendwie ein spannendes Gedankenspiel. Was wäre denn gewesen, wenn es eine Frau gewesen wäre? Da funktioniert das mit den Sexismusgeschichten nicht ganz so gut. Das zieht ja meistens nur bei Männern, weil die werden halt immer vorverurteilt, ja auch in irgendwelchen Ehekriegsangelegenheiten oder bei häuslicher Gewalt und so. Ist ja meistens so, dass da Männer pauschal erstmal vorverurteilt werden. Ist ja immer der Mann dran schuld. Oder bei irgendwelchen Sorgerechtsgeschichten und so wird ja fast immer der Frau Recht gegeben. Es ist, naja, es ist absurd in Absurdistan, aber es ist ja wirklich so. Ein Mann, der vor Gericht seine Ansprüche geltend machen möchte in so einer Angelegenheit, der hat es viel, viel schwerer, zumindest so von meinem subjektiven Eindruck, als wenn eine Frau das Ganze machen will. Also ob da eine wirkliche Gleichberechtigung vorhanden ist, lassen wir mal ein Fragezeichen dahinter. Ja, wir wissen nun also, da wurde es tatsächlich ein bisschen kritisch bei der Bild und zack, ich weiß nicht, ob da bei Muttis Telefon geklingelt hat, zack, musste der Reichelt weg vom Fenster. Mal schauen, wer als nächstes abgesäbelt wird, weil er tatsächlich kritisch berichtet. So, haben wir noch was Wichtiges? Ich glaube, wir sind soweit dann fast durch. Anna, vielleicht noch was aus der Weltzeitung, das ist auch noch relativ wichtig. Die Weltzeitung hat mitgeteilt, dass der Lindner nun zurückrudert, nachdem er großspurig ein Klimaministerium angekündigt hat. Ja, was hat es damit auf sich? Der Lindner hat sich hingestellt. Wir haben ja nun einstimmig alle da beschlossen, dass sie in Koalitionsverhandlungen gehen wollen. Die hatten ihre Sondierungsgespräche mit den Grünen und mit der SPD. Und sie haben ja einstimmig beschlossen, dass sie nun auch Koalitionsgespräche anstreben. Wollen sie wohl am Freitag schon mit anfangen. Und dann hat der Lindner in einem Interview gesagt, dass ein neues Finanzministerium kommen soll. Da greifen sie gerade alle danach. Ist ja klar, wer Zugriff auf unser Geld hat, das ist ja sehr lukrativ. Logisch, dass das jeder haben will. Und dass ein Klimaministerium eingeführt werden soll. Das gab natürlich relativ viel Wirbel. Das hat eine relativ hohe Welle an Aufmerksamkeit nach sich gezogen. Auch ein bisschen Kritik, glücklicherweise. So, nun aber ist dem Lindner selber eingefallen, offensichtlich nachdem es dann die ersten kritischen Reaktionen gab, dass es ja ein Versprecher war, ein Versehen wäre und dass es ja gar nicht geplant ist. Ach so, jetzt plötzlich. Es wäre angeblich nicht Gegenstand der Verhandlungen. Das klang aber ein paar Stunden vorher noch anders. Erst hieß es ein neues Klimaministerium als nicht treibende Kraft, als irgendwas ganz, ganz Wichtiges jedenfalls. Das Wort habe ich mir nicht gemerkt. Und dann plötzlich ruht er da zurück. Nein, 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 er hätte sich ja nur versprochen, es wäre nicht Gegenstand der Verhandlungen gewesen. Also meiner Meinung nach. Ja, dann mache ich mich jetzt wieder unbeliebt bei eben jenen Hinterzimmer-Fetischisten. Aber meiner Meinung nach müssten all diese Verhandlungen öffentlich sein. So, es ist eine angebliche Demokratie. Wir haben diese Leute angeblich gewählt, sofern denn die... Das ist ja an der Stelle zensiert. So, warum dürfen die im stillen Kämmerlein hinter unserem Rücken irgendwelche Geheimabsprachen treffen? So, die haben das Ganze transparent zu machen. Die müssen verdammt nochmal zumindest in einem Livestream übertragen, dass jeder Wähler, dass jeder transparent nachverfolgen kann, was da gesprochen wird, was da geplant wird. Das ist das Recht der Menschen in Absurdistan. So, warum werden solche Verhandlungen immer irgendwo im stillen Kämmerlein abgehalten? Erschließt sich mir nicht. Was haben sie denn zu verbergen? Speedy Joe schreibt, das sind unsere Angestellten. Genau das ist es. Wir haben einen Informationsanspruch. So, wenn die irgendwas aushandeln, ob nun Sondierungs- oder Koalitionsgespräche, dann hat das alles öffentlich zu sein. Und zwar für jeden. Da geht es jetzt nicht um irgendwelche internationalen Beziehungen oder so. Da könnte man ja auch sagen, gut, da ist es jetzt vielleicht aus strategischen Gründen sinnvoll, dass das Land mit deren Vertretern oder es ist ein anderer Kontrahent auf dem gleichen Bereich in der Außenpolitik oder so, das jetzt nicht gleich mitkriegt. Bei sowas, bei so internationalen Geschichten kann man sagen, okay, ergibt Sinn, wenn man da in bilateralen Geschichten ist. Aber nicht, wenn es um Regierungsfindungen geht, wenn es um Themen geht, die Absurdistan bzw. die Menschen direkt unmittelbar betreffen. Das alles müsste transparent für jeden nachverfolgbar stattfinden. Das muss in einem großen offenen Rahmen passieren, da muss Presse anwesend sein dürfen und vor allem muss für jeden Einzelnen nachvollziehbar sein, was genau dort von wem geäußert wurde, in welcher Form. So, nur so kann man sich nämlich ein Bild drüber machen, was das für Leute sind. So ist ja schön, dass die jetzt über irgendwelche Wahllisten in irgendwelche Parlamentsposten geschoben wurden. So, was das aber für Figuren im Hintergrund sind, was die da im stillen Kämmerlein reden, wer von den Wählern weiß das denn? Keiner. Ich lese gerade an Treffen, die sich halt vorher heimlich
Ja, das kann natürlich passieren, schon klar. Aber ich meine, so ein heimliches Hinterzimmertreffen vorher ist ja nochmal was anderes als ein offizielles Sondierungsgespräch, wenn da dann auffällt, oder Koalitionsgespräch, wenn dann da auffällt im Livestream. Die labern dann nur Schwachsinn, nur Nonsens, was sie gestern gegessen haben und tun nur so, als ob. Und da steht da was völlig anderes in dem Vertrag. Ja, dann kriegt man ja mit, das kann irgendwie nicht stimmen. Also da hat ja jeder durchaus die Möglichkeit, das auf Wahrscheinlichkeit der, des, oder auf den Wahrheit, nicht den Wahrheitsgehalt, hat jeder die Möglichkeit, entsprechend nachzuprüfen, wie wahrscheinlich es ist, dass das stimmt, was sie da erzählen. So. Sicher können die sich dann davor oder danach heimlich noch irgendwo am Döner in der Ecke treffen. Die Sache ist nur, es fällt dann eben auf, wenn sie ihre Geheimabsprachen beim Döner treffen und dann im Koalitionsvertrag was völlig anderes steht, als sie da entsprechend in den Verhandlungen transparent besprochen haben, dann kriegen die Leute das mit. Wird aber wahrscheinlich eh nicht dazu kommen. Also klar, das wird nie dazu kommen. Das wollen sie ja nicht. Das ist Transparenz. Was geht es die Absurdistaner an, was wir mit deren Geld machen, was wir über deren Köpfe hinweg entscheiden, so nach dem Motto. Jetzt schreibt Toni, wen interessiert das Koalitionspapier, hält doch eh keiner ein. Ja, traurigerweise wird sie eben doch oft eingehalten. Das ist ja das Problem. Nicht immer, klar, aber viel schmutziger Mist, der da drin ist, wird halt doch eingehalten. Aber auch irgendwelche Ausschusssitzungen und so, auch die müssten alle übertragen werden. Es kann nicht sein, dass das irgendwo geheim stattfindet. Die arbeiten für uns. So, es ist unsere Politik, die die machen. Wir bezahlen sie. Die haben das nicht irgendwo im stillen Kämmerlein zu machen und dann irgendwo im Nachgang da vielleicht ab und an mal versehentlich was auszuplaudern auf einer Pressekonferenz. Nee. Die haben offen und transparent zu diskutieren. Also wie jedes Kommunalparlament tagt. Jeder Berliner hat das Recht, na gut, das ist jetzt betrifft die Sitzung und nicht den Ausschuss. Im Bundestag kann man ja auch zuschauen. Bundestag ist ja auch eher Showparlament als tatsächlich Arbeit, aber passiert in den Ausschüssen. Aber eben jene Ausschüsse, da wo die eigentlichen Machtspielchen stattfinden, die müssen dringend deutlich transparenter werden. Wird aber nie passieren, ist ganz klar. Aber vielleicht noch was anderes, habe ich ganz vergessen, nochmal zum Fokus zurückzukommen, denn wir haben ja in Absurdistan massiv das Problem, dass viele dieses Jahr im Kalten sitzen werden, Energie geht uns aus und so weiter und so fort, weil wir die eigenen Kraftwerke abschalten, haben wir ja drüber gesprochen. Nun reagieren in anderen Ländern die Politiker gänzlich anders als in Absurdistan. Hier stellt man sich hin, macht den da, dann verbrauchen sie doch weniger Strom. Hat. Wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen. Hier unsere Bali und so. Sollen doch neue Fenster einbauen, um Energie zu sparen. Also hier von oben herab ist denn eigentlich scheißegal, ob die Menschen hier kein Geld mehr haben, ob die Menschen hier in die Armut gedrängt werden, ob die Menschen hier hungrig und frierend in der Bude hocken. In anderen Ländern sieht es anders aus. Denn auch in Tschechien steigen die Energie- und Kraftstoffpreise momentan. Ist ja klar, die Märkte hängen ja auch ein Stück weit zusammen. Und naja, wenn Absurdistan krachen geht, immer mehr Strom importieren muss, dann geht den anderen halt auch ein bisschen Strom aus, beziehungsweise da steigen dann die Preise auch mit an. Die gehen aber den gänzlich anderen Weg. In Tschechien sind übrigens die Benzinkosten aktuell, je nachdem, wo man ist klar, waren sie gestern 44 Cent günstiger als in Absurdistan. 44 Cent, da lohnt sich die Überfahrt über die Grenze pro Liter. Ich muss gleich mal niesen, wundert euch nicht. Mir juckt schon die ganze Zeit die Nase. So, jetzt funktioniert es wieder. Und um das abzufedern, um dem entgegenzuwirken, diese massive Preissteigerung, die sehen ja in Absurdistan, das kann sich keiner mehr leisten. Um dem entgegenzuwirken, wollen sie im November und Dezember die Umsatzsteuer auf Strom- und Energie- und Kraftstoffprodukte gänzlich streichen. So, in Prag wurde beschlossen, dass es im November und Dezember vorerst befristet keine Umsatzsteuer mehr auf Strom und Kraftstoff gibt. Also sie streichen Steuern zugunsten der Bevölkerung, weil das legt man ja dann um auf den Endverbraucher, das heißt, sie zahlen dann weniger und wollen das Ganze im nächsten Jahr sogar dauerhaft als Gesetz so festschreiben. Steuern senken, um die Bevölkerung zu entlasten. Ja, liebe absurdistanische Politik, warum geht das hier nicht? Hier macht man es genau umgedreht, hier schlägt man noch mehr Steuern obendrauf. Ja, in Tschechien haben sie kurzerhand erkannt, Moment, die Preise gehen momentan ziemlich durch die Decke. Müssen wir was gegen tun? Streichen wir die Umsatzsteuer. Richtig so. So muss das funktionieren. Aber in Absurdistan? Nee. Wir schlagen noch eine Mondsteuer drauf. Die Leute sind so blöd, solange sie noch irgendwas zu fressen haben, halten sie die Schnauze. Ja, in Tschechien geht man unkonventionelle Wege, die eigentlich das Normalste auf der Welt sein sollten, und entlastet die Bürger. Wird auch funktionieren, so klar. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Ende. Ich glaube, wir müssen Juna suchen gehen. Die hieß nämlich oben. Hier ist gerade nur der kleine Fladikant.
Der liegt nämlich auf meinem oder je nachdem, wie man das definiert, seinem Sessel. Ich drehe euch mal die Kamera. Wir suchen Juna jetzt noch zusammen. Übrigens bin ich so ein bisschen minimal erkältet, also nicht wundern. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es in den nächsten Tagen schlimmer oder besser wird. Das ist jetzt gerade so der Punkt, wo es entweder ganz weggehen kann oder schlimmer werden kann. Ich habe keine Zombie-Seuche, es ist halt ganz normal Erkältungsperiode, keine Sorge. Und nein, ich habe keine heilige Kuh adoptiert und habe das auch nicht vor. Nur wer sich wundert, dass ich so möglicherweise, ich weiß nicht, ob man schon hört, mir fällt es leicht auf, wenn man es hören sollte, dass ich ein bisschen anders klinge, ich bin ein bisschen erkältet. Warten wir mal ab, ob es komplett weggeht oder ob es jetzt tatsächlich erst so richtig losgeht. Aber es ist halt scheiß Wetter draußen. Es ist Ende Oktober, Mitte Oktober ist völlig normal. Ich versuche schon die ganze Zeit nicht die Nase hochzuziehen. So, Fladdy, suchen wir mal die Chefin. Wir gehen heute noch gemeinsam nach oben und gucken mal, was die Chefin so tut. Jetzt hat gerade jemand, hey, Fladdy, jetzt hat gerade jemand geschrieben, da hilft Honig. Ich bin seit 3 Tagen am Salbei-Tee mit Honig trinken. Die Idee, die hatte ich auch schon. Ist nämlich schon seit Samstag so ein bisschen. Aber es ist halt noch nicht, steht noch nicht fest, ob es nun schlimmer wird oder aufhört. So, wir suchen Juna. Wir machen hier unten noch schnell die Schotten dicht. Erstmal die Lampe aus. Ja, den Rest kann ich noch aufgebaut lassen. Hier fährt dann erst morgen der Staubsauger wieder durch, solange stört das hier keinem. Komm, Fladdy. Ah, ich hatte noch ein zweites Handy hier. Ich wollte euch irgendwie noch was vorlesen. Machen wir morgen im nächsten Vlog. Das ist ja relativ zeitlos. Ja, hatte ich als alternativen Einstieg geplant. Es ist nicht lustig, aber als, naja, als sich selbst erfüllende Prophezeiung. Mal, gucken wir uns morgen an. Jetzt suchen wir erstmal Jujunskaya. Aber zuerst machen wir hier unten noch den Strom aus. Fladdy, kommst du mit? Kleiner Mann? Oder klein, relativ groß geworden, wie ihr seht. Martin schreibt gekochter Knoblauch. Na danke. Ich bin nicht so der allergrößte Knoblauch-Fan. So, jetzt gucken wir mal, wo Finn sich rumtreibt. Junski? Juni? Juna? Ja, was zu sehen ist, ist auf jeden Fall schon mal der Leckerli-Ball. Sie hat also gespielt. Oh, diese Wollsocken. Juns? Juna? Ah, da kommt sie, ich höre sie. Kommst du, Juns? Juna? Na komm. So, schaut, da ist die Chefredakteurin. Na, meine Güte. Ihr geht es also bestens, weil sich ja schon um Juna gesorgt wurde. Keine Sorge, müsst euch keine Gedanken machen. Wenn die Chefin keinen Bock hat, kommt sie halt nicht mit ins Video. Aber ihr geht es trotzdem gut. Juns? Junsi? Na komm, Jujunskaya. Ihr seht, sie kommen durchaus auch miteinander zurecht, wenn sie wollen. Außer wenn er sie nervt. Jetzt schreibt gerade jemand, Fladdy sieht kaum noch kleiner aus. Der hat auch in der, von der Höhe her hat er Juna eingeholt fast. Juna ist nur ein bisschen breiter. Hm, kleiner Mann? Fladdy, würdest du dich mal neben deine Chefin setzen? Da sieht man das mal. Ja, jetzt sitzt er hier, leider zu weit weg. Christian schreibt, er wird noch größer. Ja, natürlich wird er noch größer, ist ja ein kleiner Kater. Juni. Juna. Ava schreibt gerade, Vlad ist echt ein Riesenkaterchen geworden, der wächst unfassbar schnell. Aber Juna ist und bleibt die Chefin, unabhängig davon, wer der Größere ist. Ja, man kriegt sich schlecht verglichen auf die Entfernung. Da ist die Perspektive zu verzerrt. Jetzt schreibt Dirk gerade, wenn ihr wüsstet, was jedes Wochenende in den Tankstellen an Tschechien los ist, da ist zurzeit ein Auflauf. Ja, die ersten Tankstellen in Tschechien haben ja schon mitgeteilt, dass sie gar kein Benzin mehr haben. Die sind leer getankt.
Hört ihr es tapsen? Ach, jetzt kann ich meine Deko mal wieder aufbauen. Vorhin ist nämlich der Staubsauger nochmal durchgefahren, aber es hat nicht viel gebracht. Hier ist nämlich schon wieder so eine Wollmaus. Ich weiß nicht, wo sie die immer herholen. Sieht aus wie von einer Haarbürste abgeknuppelt. Hier steht nämlich eigentlich noch ein Schild. Also Harald, falls du noch wach sein solltest und das sehen solltest, das Paket kam an. Ich habe auch schon Vorkehrungen dafür getroffen, dass es mir meinen Schrank nicht zerkratzt. Und ich habe normalerweise hier jetzt, ich zeige es euch gleich mal im Ganzen, so einen richtig coolen Dekoschild stehen. Den kann man sogar für Showkämpfe verwenden. Der ist relativ massiv und schwer. Und der sieht aus der Entfernung richtig schön aus, wenn man den hier so in die Ecke stellt. Den muss ich dann nur leider mal hochlegen, wenn der Staubsauger fährt. Der haut den nämlich immer sonst um. Dann fällt der Schild um, das ist doof. Ja, und hier hat er so ein Filzding bekommen, damit hier nicht noch mehr Kratzer reinkommen. Ich mache mal das Licht an. So, wenn man das jetzt von... Hier ist meine Wasserflasche, die passt jetzt nicht so gut. Und hier ist wieder jemand über den Teppich gerutscht, Juna. Wenn man das von Weitem anschaut, ich hoffe, es wackelt nicht zu sehr, dann sieht das nämlich richtig cool aus. Na, ohne die Wasserflasche eben. Manfred schreibt, ich brauche einen Filzpunkt zum Raufstellen. Ja, das bringt halt auch nichts, wenn der Staubsauger dagegen fährt. Wenn der Staubsauger fährt, muss ich es immer hochtun. Und ich habe ein wenig minimal umdekoriert, also wirklich nur ganz, ganz kleine Sachen umgeändert. Ich habe die Anordnung der Schwerter neu sortiert. Jetzt hat man hier so einen richtig schönen Schwertergang, wenn man Richtung Studio läuft. Ich muss mal das Licht ausmachen, das wirkt mit... Das ist ein bisschen hell, ich muss mir da dunklere Glühbirnen noch bestellen. Ich finde, das hat richtig Stil jetzt. Jetzt sieht man allerdings das Schild nicht mit automatisch oder nicht mit komplett im Bild. Ja, mit der Perspektive ist nicht so einfach, ich kann nicht weiter zurück. Hier steht die Rüstung im Weg. Waldemar schreibt Fackeln, ich habe hier die Wandfackeln. Ich habe hier auch da drüben meine Wandfackeln. So richtig groß hätte ich auch gern noch, aber habe ich noch keine schönen gefunden. Und Fladdy hat meinen Kerzenständer verschoben. Ich habe ja hier diese Kaminholzkerzenständer. Der ist eigentlich ein Stück weit da vorne. Fladdy liegt aber mal hier und pennt. Der schläft unfassbar gerne auf diesem Schränkchen. Aber jetzt bin ich auch mit der Ecke da hinten endlich zufrieden. Und ich habe sogar noch Luft nach oben, um noch mehr Schwerter aufzuhängen. Denn ihr wisst ja, eigentlich hatte ich das Kleine hier, was ich mir in Argich gekauft habe, das hing ja eigentlich hier drüben, das ist aber da total untergegangen. Deswegen habe ich das jetzt neben diese beiden wunderschönen Schwerter gehangen. Wir waren lange nicht mehr im Wohnzimmer, jetzt habt ihr nicht mal das Wohnzimmer-Update. Und hier drüben jetzt drei große Schwerter. Mike schreibt, das ist zu überladen, finde ich gar nicht. Wenn man das links und rechts voll macht mit Schwertern, sieht das wahrscheinlich richtig, richtig genial aus. Und ich habe euch ja gesagt, das da ist mein Lieblingsschwert. Und schaut mal, das gibt es auch in der Farbe. Jetzt habe ich zwei Lieblingsschwerter. Die finde ich richtig mega, weil er so ein bisschen drachenartig ist. Hm, Fladdy? Schau mal. Oh, das interessiert ihn nicht so. Kann man nicht mitspielen. Jungs? Gerry schreibt, ein Einbrecher hätte es da schwer. Also ein Einbrecher würde, wenn er hier ins Wohnzimmer einbricht, im Dunkeln als erstes da die Rüstung stehen sehen. Ich glaube, der hätte da erstmal Angst, dass da jemand steht, wenn das Licht aus ist. Der würde wahrscheinlich rückwärts wieder rausrennen, hat Papa mal gesagt. Das meinte Papa ernst. Wenn bei mir jemand einbricht, rennt er rückwärts wieder raus. Ich finde es aber sehr schön. Mir gefällt's. So, jetzt ist alles wieder an seinem Platz. Was ich aber auch endlich mal machen muss, den Stoff habe ich schon lange, da unten vor das Schränkchen noch so eine, wie heißt denn das? Halt so ein bisschen so eine Art Vorhang hängen, damit man den Staubsauger nicht sieht und den Internetrouter. Der ist mit Absicht so in die Ecke geschoben, denn ich habe hier so eine Glasvase dahinter gelegt, damit der Staubsauger nicht gegen den Router fährt. Eigentlich hatte ich so eine Keramikschüssel, wo der Router drauf stand. Problem ist, die habe ich dann zum Essen gebraucht. Deswegen habe ich den Router jetzt eingesperrt, damit der Staubsauger eben gegen das Glas fährt und nicht auf den Router hochfährt. Sieht aber halt ein bisschen scheiße aus. Deswegen will ich hier noch so einen Stoff von hinten an, wahrscheinlich ankleben mit doppelseitigem Klebeband, damit man dann hier ja, so einen Sichtschutz hat. Ich habe nämlich von den Vorhängen, die ich hier überall habe,
einfach noch ein paar bestellt. Brauche ich sowieso zum Basteln für ein Kostüm. Und da mache ich so einen kleinen Mini-Vorhang für den Schrank davor. Aus dem gleichen Stoff, damit es halt einfach zusammenpasst. Jetzt kommen wir aber zum Ende. Jetzt habt ihr das Wohnzimmer-Update und ihr habt Juna gesehen. Das heißt, ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen, was haben wir? Dienstagmorgen. Lasst euch nicht ärgern von dem ganzen Scheiß. Wir sehen uns dann nachher. Ach ja, die Auswertung von unserem Experiment. Wir sehen uns auf jeden Fall zuerst mit einer Eilmeldung wieder. Und im Anschluss geht es dann wie gewohnt weiter mit einem Vlog. Und je nach Wetter vielleicht mit einem Ausflug, müssen wir mal schauen. Aber ich habe euch ja vorhin gesagt, dass wir heute mal so einen kleinen Feldversuch gemacht haben. Nämlich die Videobeschreibung in der Eilmeldung erst, naja, eine knappe Stunde später hochgeladen haben. Ich habe die Videobeschreibung gegen 21 Uhr online gestellt, das Video aber schon um 7:45 Uhr. Und wollte damit versuchen, ob sich das auswirkt auf unseren heiligen Shadowban, den wir ja seit einiger Zeit auf YouTube haben, nämlich, dass keine Benachrichtigungen rausgehen, dass das Demonetarisierungsspiel gespielt wird und so weiter und so fort. Und klar, ich muss noch mehr Versuche starten, also ich brauche noch ein bisschen Vergleichsmaterial. Aber es sieht aktuell danach aus, dass sich meine Vermutung bestätigt hat. Wenn ich die Videobeschreibung nicht direkt mit hochlade, sondern erst später ergänze, scheint der Zensuralgorithmus die Links oder so nicht zu finden und dann funktioniert es plötzlich. Ich vermute, es liegt an den Links, die ich drin habe, weil in den Vlog-Beschreibungen habe ich das Problem auf dem Reisekanal nicht. Wenn ich aber Links, also Quellen verlinke in der Eilmeldung, dann plötzlich kommt da die Zensurmaschine drüber und dann ist plötzlich alles gelb und sehen um die 30% weniger als normalerweise. Das ist ganz schön krass. So, vorhin hat sich's bestätigt, also das erste Mal, jetzt im direkten Versuch, vorgestern war es ja aus Versehen. Ich führe den Versuch ein bisschen weiter, wir machen das mal bis Ende der Woche und gucken mal. Ich mache das jetzt immer so, dass ihr Bescheid wisst, die Videobeschreibung mit den Links kommt eine knappe Stunde später. Im Vlog gibt es eh keine Links jetzt unterm Video, da kommen die ja direkt in den Live-Chat, da ist nochmal was anderes. Aber in den Eilmeldungen kriegt ihr erstmal ein leeres Feld und Beschreibung samt Quellenangabe ist dann knapp eine Stunde später online, dass ihr euch da nicht wundert. Anscheinend mag YouTube keine Quellenangaben mehr. Ist ziemlich ätzend, ist ziemlich perfide, dass man das mittlerweile so machen muss, aber es scheint sich zu bestätigen, die Vermutung. Heute hat es funktioniert, wenn ich die Quellen eine Stunde später hochgeladen habe. So, jetzt aber von Fladdy und mir eine gute Nacht. Schlaft alle gut. Von Juna sicher auch, aber die hat sich schon wieder verzogen. Die liegt wahrscheinlich unterm Bett oder so, aber mein Schlafzimmer ist nicht aufgeräumt. Das lassen wir jetzt mal. Das muss ich euch mal zeigen, wenn ich wieder ein bisschen klar Schiff gemacht habe. Steht noch mein Teller von vorhin rum und so. Ist ja auch egal. Bis nachher dann.